Wie ich immer sage, im Anfang, ich erkläre es nur dem, der uns jetzt ausdenkt, uns, was auch immer uns ist. Und dass die letzten Selbstgespräche sich so konzentrieren, auch in einem gewissen Maß diskussionslos sind. Man hat keine Chance als normaler Mensch, wenn man frei werden will, wenn man das überfliegt und wertet. Da gibt es nichts zu werten, sondern du solltest der sein, der sich selbst beobachtet, wie er wertet. Dass du konfrontiert wirst, es erfordert eine absolute Präsenz, sich in der Balance zu halten. Und ich sage immer wieder, diese Balance, das ist das Eigenartige an einer Waage. Wenn ich weiß, wer ich bin, der Punkt in der Mitte, bin ich immer in Balance. Der Ausschlag nach oben und nach unten ist dieses gespiegelte Plus und Minus. Umso größer das Plus wird, umso größer wird das Minus. Ich habe da viele, viele Beispiele auch in der Physik. Dieser Hebelpunkt. Und wir wissen, Hebel, HBL im Hebräischen, ist ja das hebräische Wort für den Abel, der hier vom Kain erschlagen wurde. Und dieser Hebelpunkt, was die ganze Physik zwar irgendwie im Hintergrund hat, aber gar nicht mitkriegt, was ein Punkt ist. Ein Punkt ist ein dimensionsloses Nichts. Das habe ich ja nochmal erklärt, wie das zu verstehen ist. Das Nichts gibt es nicht ohne das Etwas. Wir brauchen den Unterschied. Einfach die vorhergehenden Selbstgespräche anhören. Und die bauen wie Stockwerke im Hier und Jetzt in der vertikalen, in der transversalen aufeinander auf. Ich mache das eigentlich in der Aussage immer einfacher. Es geht hier nicht um intellektuelles Wissen, es geht um Bewusstsein. Darum kann ich nur darauf hinweisen, du lässt dir eine Riesenchance entgehen und du, meine ich, immer den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, der mit diesem Gespräch konfrontiert wird, oberflächlich betrachtet. Sprich, in der Welt deiner Gedankenwellen, das, was du jetzt Traumwelt nennst, inklusive dem Brösel, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, ändert sich das dann mal überhaupt nichts. Du sollst beobachten, wie du reagierst. Und dann kommst du irgendwann mal, wirst du neugierig, das ist eine gewisse Reife. Und wenn ich immer meine 3x3x3 Wachstumsstufen, die wir jetzt auf 3 Wachstumsstufen reduzieren, das heißt einfach, ich sage jetzt Beginn mit der Geburt. Dein Leben beginnt ja nicht symbolisch gesprochen mit der Geburt, sondern mit der Befruchtung eines Eis in einer Matrix, was ja Gebärmutter heißt. Und jetzt ist es ganz interessant, dann haben wir hier die erste Stufe, sage ich immer wieder, ist bis zur Pubertät. Von der Pubertät bis zu den Wechseljahren und an den Wechseljahren, bis das Ganze durch ist. Das sind diese elementaren Sprünge in der Pubertät und das ist tausendfach erklärt, da gehe ich jetzt auch nochmal drauf ein. Und du solltest dir klar machen, dass solange du glaubst, dass du ein Trockennasenaffe bist, solange du dich verwechselst mit den Gedanken von dir selbst, und das sind jetzt ganz klare Worte, du, und ich rede jetzt mit deinem Geist, ich muss erst einmal wissen, was Geist ist. Und das Geist ist kein Abfallprodukt eines ausgedachten Gehirns. Und dein Geist ist die Quelle für alles, was in dir auftaucht. Und Geist, rot gelesen, heißt, das ist etwas, was gar nicht existiert. Es kann auch nicht existieren als Ding an sich. Und Geist ist die Energie in der Einstein-Formel. Einfach das vorhergehende Selbstgespräch anhören. Dreimal, viermal, wenn nötig, 10-mal. Und jetzt siehst du vor dir ein Pixelmännchen, das nickt wieder sehr eifrig. Das ist jetzt ein Symbol. Und da muss dir klar sein, wenn du dich so, und jetzt rede ich normal auf Brösel deiner normalen Sprache, wenn du dich so intensiv mit Sprache und mit dir selbst auseinandergesetzt hast, wie diese von dir ausgedachte Diana, das ist ja schon das Tier der Auseinanderschmeißer, dann siehst du das alles ganz anders. Jetzt meint man natürlich immer wieder, das hat mit Intellekt zu tun, aber das hat eigentlich mit Intellekt so gut wie gar nichts zu tun. Du benötigst, wie ein Computer ein Programm benötigt und Daten benötigt, benötigst du zum Träumen einen Intellekt, meine Computermetapher. Und wenn du das immer wieder vergisst, was du selbst bist, du bist der, der sich selbst in sich selbst erschafft. Da steckt der Affe schon mit drin. Das passiert, wenn du Geist an dich denkst, denkst du jetzt ganz gezielt an den, der jetzt vor dem Computer sitzt. Und dieser Gedanke existiert nur, wenn du ihn denkst. Sobald du an was anderes denkst, löst er sich auf. Das ist die erste Erkenntnis, die man zu akzeptieren hat. Und wenn du jetzt als Brösel bist, du lebst in einen Autoritätsglauben.
Darum wiederhole ich auch gebetsmannhaft, ich habe in einem der vorhergehenden Selbstgespräche und vorhergehend weise ich wieder darauf hin, ich rede jetzt nicht von einer Vergangenheit, die angeblich war in der Vergangenheit, das war jetzt. Alles, was es ist jetzt, wir sind in dem Hochhaus, wir steigen etwas tiefer zurück und wenn du weiter wachsen willst, wachsehen, da steckt ja schon drin, mit dem Bewusstsein eines wachen Geistes, die ganzen Sachen anschaust, was du zuerst einmal erkennen, dass jeder Moment, der in dir auftaucht, Mom, auf Hebräisch, M-O-M, Gestaltwerdung, die um sich herum kreist, ist immer jetzt. Und jeder neue Moment zerstört den bestehenden Moment. Und Mom auf Hebräisch heißt Fehler. Und das, was du dir ausdenkst und du meinst, es ist da aus. Nein, alles, was du dir ausdenkst, ist hundertprozentig sicher hier und jetzt deine Information. Egal, wo du dir das räumlich und zeitlich hindenkst. Auch wenn du an heute Morgen denkst, wie du als Brösel aus dem Bett aufgestanden bist. Es ist hundertprozentig sicher, dass du das jetzt erlebt hast, dass du jetzt aus dem Bett herausgegangen bist und jetzt denkst du dir diese Vergangenheit, die aber auch nur jetzt sein kann, als jetzt gedachte Vergangenheit. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Holofeeling zerstört dein komplettes Wissen. Das ist die erste Seite, wobei ich überhaupt nichts zerstöre. Mhm. Zwei Seiten. Kann man was zerstören, ohne was zu zerstören? Man muss wissen, auf welcher Ebene man sich geistig befindet. Und wir machen hier kein esoterisches, religiöses Geschwurbel. Das ist wirklich schöpferische Naturwissenschaft in seiner tiefsten Form. Ist so. Und sind diese kleinen, die kleinen Beispiele, du müsstest eigentlich nur meine Gedanken mitgehen. Und zwar spreche ich in einer Art und Weise, ich kenne dein Programm, weil ich dich erschaffen habe. Das heißt, ich weiß, wie du reagierst. Jetzt ist natürlich, wie du reagierst, muss dir jetzt erst einmal klar sein, dass ich ja jetzt mit einem Geist spreche. Genau. Ich spreche immer mit demselben Geist. Und jetzt denke mal an dich. Und jetzt kannst du die Fantasie haben, hättest du einen anderen Schwamminhalt, meine Computermetapher, würde ein anderes Programm in dir laufen, würdest du jetzt an einen ganz anderen Menschen denken. Mhm. Das sind diese alten Beispiele in den Vorträgen, darum wiederhole ich auch immer dieselben Beispiele, dass die irgendwann einmal glauben, dass ich ständig dasselbe wiederhole und du dir auch bewusst machen musst, dass der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, dass du das immer wieder vergisst. Mhm. Mein berühmtes Wildbadsal-Beispiel, der Wildbadsal-Vortrag, der Weißenburg-Vortrag, da steht, wir denken uns jetzt aus, einen Udo, der steht vorne auf der Bühne, das ist ein Gedanke, den denkst du jetzt und dann sitzen, sagen wir, 200 Mann in dem Saal. Und dann sagt der Udo nur, schließe mal deine Augen. Das ist wie das Hallo, ich bin's in dem vorhergehenden Beispiel. Und dann wirst du feststellen, und das denkst du dir jetzt, wenn da 200 Menschen drin sind, es ist letztendlich ein allereinziger Geist, das ist ein Computer. Und jetzt denkt man, das erste Mal in den Computer ist im Arbeitsspeicher ein Programm, das ist dein Lebensfilm. Und sobald du Computer, du Geist, jetzt schließ einmal deine Augen, hörst, das ist eine Eingabe, wird in dir ganz, ganz bewusst erst einmal Gedanke an einen ganz bestimmten Körper einfallen, nämlich der Körper, an den du denkst, wenn du an dich denkst. Mhm. Das sind aber jetzt 200 verschiedene Programme. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die ich mir ausdenke, jeder an sich selbst denkt. Es gibt nur einen einzigen Geist, der sich das jetzt ausdenkt. Mhm. Und je nachdem, wer du zu sein glaubst, das wiederum zwingt dir ja dein Programm auf. Denkst du an einen ganz bestimmten Körper und dann sage ich immer nur, jetzt denkst du an deine Küche. Mhm. Stellst dich vor den Kühlschrank hin und dann sage ich immer wieder, und jetzt in den Köpfen, die ich mir ausdenke, wenn das Computer sind, wir sagen mal, das wären jetzt verschiedene Computer, dann werden hier auf dem Bildschirm 200 verschiedene Küchen auftauchen und ich bin so genau, dass ich sage, vorausgesetzt, es sind keine Ehepaare da, weil dann denken immer zwei an dieselbe Küche. Ja. Holofeeling erfordert nur eine absolute Selbstbeobachtung, was ist jetzt eigentlich da? Und jetzt sage ich wieder, Kat, was war jetzt die ganze Zeit da? Nur Worte. Sagst du mal nur Worte. Inwieweit machst du aus den Worten Vorstellungen? Ich wiederhole auch nochmal jetzt im vorherigen Selbstgespräch, dass wir uns jetzt einfach einen Artikel, einen Zeitungsausschnitt denken, der über Politik oder über Religion oder über irgendein Thema geht. Das ist, sagst du mal nur, ich sage einfach eine Kollektion von Worten, das kann auf einem Monitor in Erscheinung treten oder vom Fetzenpapier. Immer eigentlich nur auf deiner Vorabrede hier und jetzt. Du träumst. Und jetzt denken wir uns wieder 1000 verschiedene Wertesysteme, sprich 1000 verschiedene Menschen. Ich sage, der Mensch ist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Und dieses Programm, das in dir läuft, das bist du als Mensch, das dich zwangsläufig
schließe mal deine Augen, jetzt an einen ganz gewissen Körper dich denken lässt. Das hängt davon ab, wo du gerade in dem Videospiel drin steckst. Mhm. Jetzt ist es also so, dass diese 1000 Menschen, diese 1000 verschiedenen Wertesysteme ein und denselben Text komplett andere Vorstellungen aufbauen können. Ich bleibe jetzt erst einmal in einem Kontext, dass wir davon ausgehen, die Programme sind aus einem einzigen Videospiel, aus einer offenen Welt. Das ist sehr wichtig. Das heißt, wir sagen jetzt einmal so, wie du dir unabhängig von dir existierende Welt da ausdenkst, Bruch des zweiten Gebotes. Das erste Gebot brichst du sowieso. Komme ich gleich nochmal dazu. Magst du dir ein Bild von irgendwas dort oben im Himmel oder drunten auf der Erde? Das hat nichts mit Religion zu tun, was ich dir jetzt sage. Das ist elementar wichtig, dass du das wirklich verstehst. Dass wir jetzt einfach sagen, du lebst jetzt im Jahr 2022. Du weißt, was im Jahr 2021, 20 war mit dem ganzen Corona-Zeug. Du lebst in Deutschland, du sprichst, bist der deutschen Sprache mächtig. Das ist jetzt sowieso eine Grundvoraussetzung, sonst hättest du das Video jetzt gar nicht einlaufen lassen, weil du hättest ja nichts verstanden. Und du kriegst jetzt diesen Zeitungsartikel. Jetzt einen aktuellen, denk dir jetzt einfach deine Bildzeitung oder deine Welt oder deinen Spiegel oder deinen Stern aus. Siehst du die Worte, was hat jetzt eigentlich der Stern oder der Spiegel? In dem Kontext denkst du an Zeitschriften. Mhm. Würde ich jetzt nur das Wort Stern sagen, mach dir kein Bild von irgendwas da drum am Himmel oder den Spiegel. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wieso diese großen Zeitschriften, die übrigens so sind? Mhm. Intellektuell, von dem Sinn, ist ja Konkurrenz. Mhm. Dass erst in dem Kontext denkst du an eine Zeitschrift. Ja. Das alleinstehende Wort Stern oder Spiegel löst was ganz anderes in dir. Das ist das, was du verstehen musst, dass du dir jedes Mal deinen Kontext bewusst machen musst, mit was du eigentlich was vergleichst. Mhm. In der Philosophie, im Verknüpfungssystem. Aber gut, wir denken uns jetzt da irgendeinen Ausschnitt aus und dann wirst du feststellen, dass du zuerst einmal, wenn jetzt hier über Politik geht, dass Politikernamen auffallen, wir sagen jetzt, ob das Merkel ist oder aktuelle Habeck, Barbeck oder wie sie alle hast, Putin, ich erwähne das ja immer wieder, dass du jetzt ganz klare Vorstellungen von Charakteren in dir aufbaust, die entweder für dich positiv oder negativ sind. Das bestimmt, ja, ist so. Das bestimmt dein Programm. Ist so. Das heißt, diese ganzen Streitereien, wer Recht hat oder nicht Recht hat, oder wir gehen in die ganze Corona-Sache rein. Wenn du wirklich dich erhebst von dem System und jetzt erst einmal bewusst machst, wenn ich sage, bei Holofeeling geht es nicht darum, wer Recht hat. Es geht erst einmal darum, was ist jetzt eigentlich da? Was ist eigentlich da, wenn du an deinem Computer sitzt und auf dem Monitor klotzt? Was ist jetzt da? Zwei Pixelmännchen. Das Leben wird dich Geist und du bist Geist, weil du mich jetzt sprechen hörst. Egal, wer du zu sein glaubst, das Leben wird dich so gnadenlos abwatschen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du wirst um Gnade flehen und das klingt jetzt wieder wie eine Drohung. Das macht dir überhaupt nicht Angst, ganz im Gegenteil. Ich versuche genau gegen die zwei Seiten. Die Worte legst du ja genauso aus. Richtig. Mein Beispiel, wenn ein Vater zu einem kleinen Kind sagt, lang nicht auf die heiße Herdplatte, du wirst dir bitter, bitter böse wehtun, dann droht er dem Kind doch nicht. Er warnt davor, lass das ganz einfach. Lass diese einseitige Wertung. Hör auf mit irgendeiner einseitigen Aussage, die du aufschnappst im Internet oder aus Zeitungen, zu sympathisieren. Hör auf mit dieser Einseitigkeit mitzuleiden. Erhebe dich und mach dir bewusst, und du wendest jetzt ältere Selbstgespräche an, ich sage immer, wenn du Geist jetzt in deinem Kopf, es muss ja in deinem Kopf sein, wenn du dich jetzt selbst beobachtest und es taucht jetzt ganz normal gesprochen, du sitzt Fernsehen und es ist eine Fernsehdiskussion, oder du bist unter Freunden und Freunde diskutieren und du diskutierst mit Diskussion, ist ein Kampf um einen Standpunkt. Das ist die ewige Streiterei, ob jetzt an einer Tasse der Henkel rechts oder links oder in der Mitte oder gar kein Henkel dran ist. Es ist die Streiterei, ob eine Küche jetzt daher, der Kühlschrank ist, ein Fenster ist, eine Tür ist, ein Waschbecken ist. Die haben nicht begriffen, was eigentlich die Kollektion, die da ist, wo sie einfach Bilder rausholen und meinen, die haben nichts miteinander zu tun. Sie kommen aus derselben Datei. Und die Welt, die du dir ausdenkst, die kommt aus dir, aus dem Programm, das du zum Denken benutzt. Das ist dein Schwamminhalt, das ist ein Intellekt und den konntest du dir nicht im geringsten raussuchen. Und das sind jetzt ganz einfache Worte, wenn man diese Gedankengänge mitgeht und jetzt hast du um dich herum Menschen, denen sprechen man einen gewissen Intellekt zu, wenn ich immer sage, jeder 13-Jährige, der aufmerksam zuhört, muss jedes Mal nicken, wie das Pixelmännchen ist. Und wenn du dir dieses Video oder eine der vorhergehenden, ich mache jetzt ganz gezielt nochmal die letzten 4, 5 Videos. Wenn du dich jetzt in deiner normalen Traumwelt als
Protagonist mit Antagonisten in deinem Traum. Protagonist ist auch der Regisseur, der den Joystick in der Hand hat, weil du ja letztendlich alles bestimmst. Wenn du seinen Zeitungsausschnitt aus Worten, zum Beispiel jetzt die Trockennasenaffen generierst, die du Politiker nennst, die auch alle nur geistlos nachhilft. Jeder, der dir irgendwelche Wahrheiten verkauft, sind so 99% Wahrheiten, die er selber nie gesehen hat. Ja. Er äfft nach, er kennt es vom Hörensagen. Unsere ganzen Professoren, der Lesch mit seinen super winzigen Teilchen, ja. Das Ganze, das sind Witzfiguren. Es sind wirklich Witzfiguren. Witzfiguren, die von dir erschaffen werden, wo du definierst, die sind mächtig. Die sind in der Lage, deine Welt zu ändern. Deine Welt ist ein Traum und den Traum kann nur der verändern, der träumt. Aber der, der träumt, dieser Geist, ist nicht irgendeine Figur, die in Erscheinung tritt und es ist auch nicht die nächste Stufe davor, irgendein Wertesystem, das darauf reagiert und ständig seine eigenen Informationen aufgrund der eigenen Informationen, Wertungen, Entschuldigung, verändert. In einem ständigen Wechsel. Mhm. Du veränderst Schlag auf Schlag diese Informationen. Das ist übrigens, muss nicht einmal verbal sein. Ich erinnere mich jetzt ich erinnere dich, wenn du ein älterer Holofeeling-Kenner bist und Selbstgespräche hörst, wo der Udo in einem Vortrag von dir drin steht und er sagt, Arschloch, Arschloch. Und mit einer gewissen Bildung, wenn du die Bildung hast, diesen Dick, den ich jetzt habe, ja. Ist ganz interessant, was ist Dick und was ist Dack? Mhm. Tourette-Syndrom. Ich bin krank, ich bin nicht böse und ich bin nicht schmutzig. Ich kann nicht anders. Mein Programm zwingt mir das auf. Mhm. So. All die Welt, die du dir ausdenkst, um dich herum, zwingt dir dein Programm. Mhm. Das zwingt dir dein Programm auf. Von dem Programm hat in deiner Welt keine eine Ahnung, weil du der Erste sein musst. Ja, genau. Der träumende Geist muss wissen, dass der träumende Geist ist. Und da ist nur einer. Mhm. Und die Vielheit entsteht nur durch ein Programm. Du denkst jetzt viele, viele Menschen aus und ich sage jetzt Programme. Mensch als Programm gelesen, das große blaue Ich. Und du sagst, ich bin eins davon. Nein, das bist du nicht. Du bist der Schöpfer von dir selbst. Dir. 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 Vorhergehend Text, den Titel vom vorhergehenden Selbstgespräch. Das heißt, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann denkst du an einen Trockennasenaffen. Körper, zuerst einmal. Dieser Körper ist ja nicht der Mensch. Das ist ein Klein vom Säugling bis zum Greis. Tausendfach erklärt. Du wirst jetzt merken, wenn du die Vatersprache lernst, verwandelt sich deine Welt wie von Zauberhand. Und zwar nicht nur die Welt der Gedanken, die du ja frei wählen könntest, normalerweise, aber du bist ja so eng fokussiert auf das, was die Logik dir aufzwingt. Du stehst auf den Gleisen deiner Logik und genauso unfrei bist du wie ein Zug. Und du hast auch keinen Einfluss drauf, wie die Weichen gestellt werden, die dich führen. Das ist jetzt das im Hintergrund, dass ich dich immer wieder, wenn du nicht willig bist, so brauche ich Gewalt, immer wieder in dieselben Fallen rein tappen lasse. Bis du deine Freiheit nutzt, du hättest die Freiheit, es auch anders zu denken. Wenn du jetzt zum Beispiel ein absoluter Amerika-Befürworter bist, ich so drehe das, hast du mal 180 Grad. Mhm. Brauchst die Gegenseite. Wenn du ein absoluter Putin-Befürworter bist, drehe das um 180 Grad. Du brauchst beide Seiten, um in die Mitte zu kommen. Mhm. Und solange du Einseitigkeiten anstrebst, das wiederhole ich gebetsmannhaft, wirst du leiden. Punkt. Und ich komme dir jetzt gewaltig entgegen, indem ich die Spannung am Weidezahn aufdrehe. Ein altes Beispiel. Du klammerst dich an was fest, was du logisch nennst. Du hältst dich dran fest. Und im vorhergehenden Selbstgespräch habe ich klar darauf hingewiesen, für dich ist dein Wissen der wertvollste Besitz, den du hast. Dein Glauben, deine Meinung und du verteidigst den bis zum eigenen Untergang. Jetzt kommt meine Sache mit dem Haar, dass ich dir dein Wissen überhaupt nicht wegnehme, sondern ich weise dich darauf hin, dass genau dieses Wissen dich absolut blind macht, weil es ein fehlerhaftes Wissen ist, das du absolut setzt. Und dieses Wissen macht dich blind und es hindert dich, neues Wissen in dich einfließen zu lassen, weil deine Logik dir einredet, dass das vollkommen falsch, verkehrt, böse, schlecht ist. Das sind die ganzen verkehrten Seiten, die Kehrseite. Dieses Ding hat einen Hängel und du sagst, was ist das für ein Spinn? Ich sehe doch, dass kein Hängel da ist und damit will ich nichts zu tun haben. Damit wirst du nie begreifen, was eine heilige Tasse ist. Mit all den Perspektiven, die im Hintergrund stehen. Das heißt, ich muss dir das Haar wegnehmen, das ist ein Gnadensack. Mhm.
Und dann würde ich mich in dein Leben einmischen. Ich habe dir die Freiheit gegeben. Ich wünsche mir, dass du mir das zurückgibst, dass du mir das schenkst, weil es eben außer einfach durch ist. Es ist ausgezählt. Dieses Wissen, merkst du, das bringt nichts mehr Neues hervor, bloß Wiederholungen von Wiederholungen. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, sprich, wenn du mir das Programm schenkst, wo du zur Zeit drauf läufst, wo du deine Welt generierst, kriegst du von mir ein vollkommen neues Leben. Das sind keine Märchengeschwätze, das ist eine ganz präzise Beschreibung von dem, was ist. Das heißt, wenn du mir deinen jetzigen kompletten Intellekt schenkst, den du dir ja nicht raussuchen konntest, deinen Schwamminhalt, wir quetschen den Schwamm aus, dann kriegst du ein neues Programm, das sage ich jetzt statt den Buchstaben, kriegst du das Wort Haus. Und ich betone immer wieder, du wirst jetzt sehen, dass ich an deinem Glauben überhaupt nichts verändert habe. Mhm. Das H symbolisiert das ganze Wissen deiner Menschheit. Mhm. Dieser Trockennasen von Menschheit, die sich angeblich auf einem Planeten um die Sonne herum bewegt. Das ist Wissen. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Es ist einfach nur Wissen. Das nur dann existiert, wenn du es denkst. Wenn du es nicht mehr denkst, ist es wieder weg. Es ist aber im Meer. Ich sage auf einer tieferen Ebene, ist alles, was jemals war und was noch sein kann. Es war in der Vergangenheit nie was. Es ist jetzt eine Datei, ein Kontinuum, ein unendlicher, lückenloser, unendlich großer Zusammenhang. Nehmen wir mal Internet als Symbol, das ist Gott. Das Wissen der Ewigkeit. Sehr, sehr simpel und einfach zu erklären. Ganz einfache Regeln. Das ist mein Beispiel zwischen dem Taschenrechner. Das nenne ich, ein Taschenrechner setzt das Wort Instinkt. Und der Großcomputer ist Intellekt. Aber das sind jetzt ausgedachte Sachen. Das sind die Tiere, arbeiten mit Instinkt. Und es ist definitiv nur ein quantitativer Unterschied. Das sind beides geistlose Rechenmaschinen. Das sind beides zwanghafte Systeme. Die Freiheit liegt in einem ganz anderen Bereich. Worum es mir geht, ist, dass du zerst, wenn du dich jetzt massiv aufgrund deines Intellektes wehrst, das wahrhaben zu wollen, dann muss dir klar sein, das ist es wichtig, dass du das komplett hinten anstellst. Ich sage immer wieder, wenn du ein Basic-Computer bist und ich versuche dir Basic-Betriebssystem läufst und ich versuche dir Windows-Daten einzuspinnen, wird da nichts passieren. Ich habe keine Chance, dich zu erreichen. Darum rede ich jetzt eigentlich in Basic-Logik mit dir. Damit will ich ganz klar ausdrücken, und jetzt machen wir eine raumzeitliche Geschichte, die ich oft erzähle, und ich wünsche mir, dass du das wirklich einmal ausprobierst. Nicht um irgendjemanden, den du dir ausdenkst, von irgendwas zu überzeugen, sondern dich davon zu überzeugen, dass die Masse der Menschen vollkommen geistlose Antagonisten in deinem Traum sind. Mögen es deine eigenen Kinder sein, mögen es deine Eltern sein, deine besten Freunde sein. Du setzt dich hin, und nimmst eins der letzten 3, 4 Selbstgespräche oder dieses jetzige Selbstgespräch. Als Brösel und der Brösel, ihr schaut euch dieses System an, und wenn du jetzt meinetwegen mit 2, 3 Freunden da sitzt oder nur mit einem einzigen Bekannten, dann musst du feststellen, das ist dieses Zeitungspapier, wo ich gerade sage, dieser Artikel ist jetzt halt ein Video, wo Aussagen getätigt werden. Das sind zwar keine Worte, die auf dem Papier stehen, aber Geräusche sind auch Worte, die aus dem Lautsprecher rauskommen. Dann sagst du zu deinen Bekannten ganz definitiv, wenn die jetzt den Eindruck habt, und ihr, meine ich, verschiedene Programme, verschiedene Wertesysteme, ich spreche ja nicht den Geist an, da ist ja nur einer, das bist du ja selbst. Wenn ihr jetzt den Eindruck habt, dass da irgendetwas nicht stimmt in dieser deutschen Sprache, in dem Kontext, wie ich das jetzt ganz einfach erkläre, dann sag bitte Stopp, dann halten wir das Video an und dann erklärst du mir, was an diesen Aussagen von dem Pixelmännchen, von dem Lautsprecher nicht stimmt. Die sollen dir das dann erklären. Du wirst feststellen, da werden viele dabei sein, das ist jetzt natürlich alles sehr, sehr neutral gehalten, da ist nichts, wo man sich gerade dran reiben kann. Was wir jetzt gesprochen haben, mag vielleicht ein wenig unsinnig sein, wenn ich sage, es existiert für dich immer nur das, was du jetzt denkst oder was du anschaust, was du auf der Verabrede hast, und alles andere existiert nicht. Solange das für diesen Charakter nicht lebensbedrohlich erscheint, ist das dann mal eine philosophische Spinnerei. Dieser sogenannte Solipsismus. Das ist die Wirklichkeit. Ich darf bloß nicht den Fehler machen, dass ich diesen Solips, diesen einen, verwechsel mit einem Gedanken. Ich muss wissen, was der Rote ist, der nicht existierende, der ist der Solipsismus. Das eine als Ding an sich kann nämlich ohne ein anderes gar nicht existieren. Diese Balance, die ich anspreche, da steht schon Bial. Bial heißt eben nichts. BL eigentlich ausgesprochen. Jetzt haben wir schon wieder mit der Aussprache. Da stehen dieselben Zeichen da und die waren unterschiedlich ausgesprochen. Aber ich wollte jetzt da gar nicht so weit ausholen.
ich muss das immer im Vorwort machen, so eine Viertel, eine halbe Stunde, weil das ist das dann mal das Wichtige. Das heißt, es ist nicht wichtig, dass du Wörter aufsprechen, auffächern kannst. Es wird einmal wichtig, wenn du die Welt verändern willst. Wenn du eine vollkommen neue Welt haben willst, musst du das Programm verändern. Im Anfang ist das Programm, das ist das Thema des vorhergehenden Selbstgespräches. Und dann musst du die Welt der Symbolik verstehen, die eigentlich reine Arithmetik ist. Und wir schauen uns das jetzt etwas genauer an. Und ich sage auch hier, wenn du dich nicht einmischst, einfach neugierig bist. Ich erkläre ja eigentlich alles und du musst dir das auch nicht merken. Du hättest ein Smartphone in der Hand oder ein Wörterbuch oder einen Computer, du kannst alles nachschauen. Diese Metapher, die ich immer sage, ich wiederhole, wenn du eine Prüfung jetzt als Brösel in deiner Welt machst und du bist an der Uni und du studierst meinetwegen irgendwas Physik, dann gehst du in die Prüfung, in die theoretische Prüfung rein und dann muss dir klar sein, du darfst deine ganzen Formelsammlungen dann da schon Rechner mitnehmen, an wissenschaftlichen. Es verlangt keiner mehr von dir, dass du irgendwas im Kopf ausrechnest oder dass du die ganzen Formeln im Kopf hast. Die hast du sowieso im Kopf. Egal, ob sie existieren oder nicht existieren, die sind auch in dir drin, wenn sie nicht existieren. Wenn du dieses Prinzip des Computers verstanden hast, so wie ich jetzt das sage in der transversalen Sichtweise, mir geht es darum, dass du dich nicht verrückt machen sollst, dass du meinst, da muss ich ja so viel lernen. Ich sage nochmal, es ist ja alles in dir drin. Das heißt, wenn du träumst, das ist diese Metapher jetzt auf Basic-Logik, die du verstehen kannst, kommt alles, was du erlebst, aus dir selber und es verlässt deinen Kopf auch nicht. Aber dieser Kopf, den du dir jetzt denkst, dass du da liegst als Trockennasenaffe in deinem Schlafzimmer meinetwegen und träumst, ein ständiger Wechsel von Informationen, dieses Schlafzimmer und dieser Mensch existiert in deinem Traum nicht, weil dann müsstest du dir das ja denken, dass du da liegst und träumst. Aber dann bist du eigentlich schon wieder wach. Da ist irgendwie eine ganz eigenartige Grenze, die man ganz leicht verstehen kann. Wenn ich einmal akzeptiere, dass ich selbst mich nicht verändere, während ich meine ständig wechselnden Informationen beobachte. Das ist die eigentliche Meditation. Und diese Technik darf nicht passieren, wenn du dich hinsetzt und ein Räucherstäbchen ansetzt. Und das sind schon wieder ausgedachte Menschen. Erwarte bitte nicht, dass irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, das versteht. Es kann nur Geist verstehen und wenn jetzt 3-4 Menschen vor einem Computer sitzen und sich ein Video von mir anschauen und die hören aufmerksam zu, da ist nur ein allereinziger Geist und je nachdem, welches Programm in dir läuft, wirst du ein und dieselben Informationen, die in dir auftauchen und jetzt denken wir uns, dass in diesen, sag ich mal, 4 träumenden Geistern dieselben Informationen auftauchen. Das ist ja durchaus möglich. Dann müssen diese Informationen in diesen, jetzt sagen wir, das ist ein allereinziger Computer und wir machen einen Splitscreen-Bildschirm. Den erwähne ich in dem Weißenburg-Vortrag. Wir machen jetzt einen Splitscreen und wir haben jetzt zum Beispiel auf unserem Splitscreen 2 Gesichter. Wir haben einen Udo Brüssel und einen Diana Brüssel und die sind auseinandergeschmissen. Dia, die Öffnung einer intellektuellen Schöpfung, die ja blau gelesen ist, die existierende Schöpfung. Wir brauchen ja die Welle. Das ist die Dia. Na, und dann haben wir den Udo, der das Erbgut in sich trägt. Okay, und der erzählt jetzt praktisch sich selbst, nämlich den Mittelpunkt, der sich beide ausdenkt. Das bist jetzt in dem Fall du Geist. Du bist jetzt einmal für uns ganz außen vor. Für die Diana existiert jetzt eigentlich bloß das Pixelmännchen Udo. Jetzt während des Skype-Gesprächs, geh mit, wenn du ein bisschen Computerordnung hast. Die Diana hat jetzt nur den Udo auf dem Bildschirm. Eventuell ist sich ganz klein irgendwo oben oder unten in der Ecke, je nachdem, wie das eingestellt ist. Und Udo hat jetzt bloß die Diana auf dem Bildschirm. Es ist aber ein allereinziger Geist, der sich jetzt Diana und Udo ausdeckt. Geh meine Gedankengänge mit, das ist hundertprozentig sicher, wenn du skypst. Jetzt ist es also so, dass die Diana, wenn die jetzt in ihr Zimmer über den Monitor hineinschaut, sieht ihr ganz anderes Zimmer wie der Udo. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das, was du jetzt denkst, erlebst nur du. Das ist der, der sich das ausdenkt. Und jetzt denk an dich selber und dann sitzt du jetzt auch vor dem Computer, aber interessanterweise bei dir sind 2 Männchen auf dem Bildschirm, nämlich der Diana und der Udo, weil du ja logischerweise jetzt diese Aufnahme dir anhörst, die ja in der Darstellung beim Abspielen der Aufnahme, wenn ich was Skype-Aufnahme mache, ganz anders ist, wie während ich bei der Aufnahme dabei bin. Jetzt im Moment sieht die Diana auf dem Bildschirm nur den Udo und der Udo sieht nur die Diana,
Aber das stimmt eigentlich gar nicht, weil die Diana Programm kann sich ja dieselbe Aufnahme, die jetzt gemacht wird, auch jetzt anhören, anschauen. Und der Udo kann sich die Aufnahme auch anschauen. Und dann sieht er plötzlich, je nachdem, wer er zu sein glaubt, dieser Geist sieht sich selbst als Diana plus den Udo, der ein anderer ist, oder mit dem Udo-Programm gespiegelt. Er sieht sich selber hier jetzt als Udo mit der Diana, die er skypt. Was ist jetzt mit dir, Geist, wenn du weder Diana und Udo bist? Dann sitzt du einfach da und hast Diana und Udo vor dir. Ja. Ich spreche von dem, was jetzt ist, wobei wir jetzt aber gleich mit eingeflechtet haben, eine jetzt ausgedachte Vergangenheit, die die Grundlage ist für das, was jetzt ist. Was aber in der Transversalen gedreht nur ein tieferes Stockwerk ist, wo ich mit dem Verstehen in mir selber mehr Verständnis bekomme und aufsteige. Das ist eigentlich ein Vorgang, der im Hintergrund sich abspielt, ohne dass er existiert. So wie im Hintergrund in einem Computer so viel passiert, jetzt natürlich, weil wir uns das hineindenken. Ich habe in vielen Selbstgesprächen sage ich, jetzt muss doch die ganze Zeit, was ist die ganze Zeit, es gibt bloß jetzt, das Programm Skype aktiv gewesen sein, sonst können wir nicht skypen. Ich sage, jetzt existiert das Programm Skype, weil wir dran denken. Es ist aber auch dann da, wenn wir nicht dran denken. Und genauso bin ich im Meer da. Egal, was du denkst, ich habe dich nie eine Sekunde aus den Augen gelassen, weil ich eigentlich du bin. Jetzt machen wir diese Metapher mit dem Bücherregal nochmal. Ich bin der, der vor dem Bücherregal steht und sich im Moment beobachtet, wie ich selber lese und so in dem Buch versunken bin, dass ich jetzt im Moment glaube, der zu sein, der jetzt vor dem Computer sitzt und sich dieses Video anschaut. Und ich beobachte dich, ob du aufmerksam zuhörst und ob du das verstehst, was ich dir erkläre. Oder jetzt können wir wieder sagen, so ein Blödsinn, was redet der? Du sollst einfach zuhören. Genau. Erklär dir, was du bist. Du musst momentan nur verstehen, was du selbst bist. Und ein bisschen erkläre ich dir dann populärwissenschaftlich, wie der Computer funktioniert. Das heißt, wie du selbst funktionierst, wie du Welt erschaffst. Jetzt haben wir eben diese zwei verschiedenen Arten von Informationen. Das heißt, ganz einfach gedacht, du hast deine Informationen sind zwei Hälften. Es sind entweder das, was du rein Gedanken nennst, feinstofflich, das einfach nur in deinem Kopf ist dir vollkommen klar, dass das nur hier und jetzt in deinem Kopf ist, weil du es denkst, das Schneewittchen, der Osterhase, die Beispiele, da kann auch in einem gewissen Maß in einem Übergang Gefühle dazu, wie Schmerzen, wie Freude, ist ja Gefühl, wie Hunger, das ist ja auch eine Information. Und dann die rein abstrakten, materialistisch, sprich sinnlich wahrgenommenen Informationen, die optisch eindeutig, ich sage, denk an die Farbe, die unabhängig von dir da außen zu existieren scheinen. Das gilt schon für die Hände, wenn du die zwei Hände vor dich hinhältst. Aber es ist, bleibt immer hier und jetzt, es muss deine Information sein. Das sind einmal ganz grob, aber das wird wirklich zigfach immer wieder erklärt. Es ändert, du erlebst nur deine eigenen Informationen, das heißt, du erlebst nur deine eigenen Interpretationen und Reaktionen auf die Reizauslöser, die im träumenden Geist in dir auftauchen. Klingelingeling Beispiel. Wenn du den Zeitungsartikel liest, dann kannst du dich dabei beobachten, wie du absolut mit einer Seite sympathisierst. Gleichgültig, ob die Seite jetzt impfen ist oder nicht impfen ist. Ob die Seite pro Russland ist oder pro Amerika ist. Du sympathisierst ganz massiv mit einer alleinzigen Seite. Das ist dein Problem. Dadurch entheiligst du dich. Holofeeling heißt das Gefühl, alles zu sein. Das ist so ein einfacher Satz, den jedes Kind verstehen kann. Dieses im Mehrseinde ist der Geist, der seine ständig wechselnden Informationen anschaut, ohne dass er sich dabei selber verändert. An dir hat sich dein ganzes Leben nichts verändert. Es muss dir bewusst werden, ob du dich jetzt an deinen aktuellen Körper denkst oder du denkst dich 5 oder 10 oder 20 Jahre jünger, dann wird es übrigens schon wieder nur feinstofflich. Wiedergeburt, ich bin du Quadrat, diese große Erkenntnis, dass Materie, also eine sinnlich wahrgenommene Information, kann immer nur unmittelbar hier und jetzt optisch auf deiner Farbbrille, was da ist, ist materiell. Es bleibt aber deine Information. Denk an die Metapher mit der Verabredung. Alles, was du dir jetzt, auch hier und jetzt, es muss hier und jetzt sein, räumlich oder zeitlich woanders hindenkst, ist zwangsläufig nur feinstofflich. Weil jetzt kommt wieder Materie, ist hochkonzentrierte Energie. Dann gehst du in die Vergänglichkeit. Und diese Energie, habe ich im letzten Selbstgespräch nochmal angesprochen, diese Einstein-Energie kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Das bist du Geist selbst, der sich ständig in eine andere Form von sich selbst umwandelt.
Wenn du jetzt an dich denkst, denkst du an einen trockenen Körper. Dann kannst du nochmal diesen Körper als Ganzes, denkst du eigentlich nicht, das ist ein Chat. An was denkst du, wenn du an den Körper denkst? Nur an das Wort mein Körper. Jetzt mach einmal wirklich den Körper, versuch den nochmal zu präzisieren und dann wirst du feststellen, du kannst jetzt ein Bild dir denken von dir, so ganz, aber von wo schaust du dich an? Von vorne oder von hinten? Ist der Henkel rechts oder ist er links oder ist er in der Mitte oder ist gar kein Henkel da, weil du die Rückseite dir denkst? Dann denk einmal an deine rechte Hand. So, an was denkst du bei deiner rechten Hand? An den Daumen, an den kleinen Finger? Was denkst du? Du merkst, du musst dich rein fokussieren. Das ist in den letzten 2, 3 Selbstgesprächen. Ist es, dieses Bild wird immer präziser, umso mehr du dich in diese Kollektion hineinfokussierst. Genau. Das ist wie in einer Computermetapher immer erklärt, dass du aus einer Datei ein Bild auf dem Bildschirm holst. Ist eine Information, die in dir auftaucht, ist eigentlich ein Fokussierungsakt. Genau. Du holst eine kleine Facette in ein Zentrum, das letztendlich alles beinhaltet. Du denkst in den Hintergrund. Das muss man auch immer und immer wieder wiederholen. Und das lasse ich jetzt einmal gut sein, weil da kann man sich, das kann man nicht oft genug hören. Und dann spiel mit dir selbst. Spiel mit dir selbst. Mhm. Nimm jetzt Menschen, die in dem waren. Du merkst auch, wenn du dich beobachtest, dass du das immer wieder vergisst. Mhm. Diese Kunst, seine eigenen Informationen zu beobachten, ohne das, was du beobachtest, in irgendeiner Art zu werten oder anders haben zu wollen, wie es ist. Das sind die Puzzlestücke, die du anschaust, die du ja gar nicht veränderst. Wenn ich jetzt mich in eine Struktur rein verändere, ich mache nochmal, schau dir das da du an, bitte. Das ist immer meine Kollektion. Schau, die war jetzt die ganze Zeit nicht da, gehe ich einmal davon aus. Hängt wieder davon ab, wer du bist. Obwohl die genau genommen, mach einmal, schau mal jetzt auf den Bildschirm, schau mal auf meine Nasenspitze, auf die Pickelmännchen-Nasenspitze und jetzt zoom mal deinen Fokus auf und jetzt ist die das da du eigentlich in der Regel da. Nicht unbedingt, kann ja sein, dass du ein Handy in der Hand hast jetzt. Mhm. Da gibt es so viele Möglichkeiten und wir gehen davon aus, du sitzt jetzt, denk einfach mit von einem normalen Computer und wenn du jetzt auf den Bildschirm schaust, wenn es ein Laptop ist, du schaust jetzt diese von dem Pickelmännchen die Nasenspitze an und jetzt ohne deine Augen nach unten zu drehen, die du dir jetzt ausdenkst, wirst du feststellen, die Tastatur ist die ganze Zeit da gewesen auf der VR-Brille. Mhm. Du bist unscharf. Mhm. Aber die hat nicht existiert, obwohl du mir ins Gesicht gesehen hast, also dem Pickelmännchen, die hat nicht existiert, es war da. Und jetzt kommt es, was ich sage, existieren ist, dass es dir bewusst wird. Und wenn es bloß in einer Randunschärfe ist, aber sobald dir das gar nicht bewusst ist, existiert es nicht. Mhm. Was immer da ist, ist auf der Datei. Genau. Wenn du jetzt die Tastatur anschaust, dann sind jetzt die Tastenpuzzlestückchen von einem kleinen Puzzlestück, das wir Tastatur nennen, und wir machen aus dem Puzzlestück ein Bild. Dieses Puzzlestück ist jetzt die Tastatur. Das ist ein Puzzlestück, sag ich mal, wenn jetzt die ganze Gesichtswelt vor dir ein Puzzle wäre, wäre die Tastatur ein kleiner Flecken. Der Monitor ein kleiner Flecken, jetzt schau über den Monitor drüber, fokussiere irgendwas im Hintergrund an, das wäre ein kleiner Flecken. Und da wird es jetzt interessant, das muss ich jetzt ganz kurz bringen, das, was du anschaust, ist eigentlich ein Hologramm. Ja. Das befindet sich in jedem Flecken, in jedem, was Butzel heißt, ausgestreute Schatten auf Hebräisch, befindet sich immer die ganze Information bloß unschärfer. Und sobald du jetzt das Puzzlestück verförmlichst, was du feststellst, die Physik ist sehr, sehr wichtig, aber nicht, was Physiker dir erzählen, weil die nichts wissen. Die erzählen, die effen nur das nach, was man ihnen erzählt hat. Ich greife ganz kurz, das habe ich jetzt zwar nicht vorgehabt, nochmal auf eine Hologrammplatte zurück. Mhm. Wenn du eine klassische Hologrammplatte, ein Hologramm ist, wo du kaufen kannst, in Läden, in Photoshops, da gibt es natürlich auch Scheinhologramme, die eigentlich nur mit Prismen arbeiten. Ich meine, ein richtiges Hologrammplatte, dann brauchst du zuerst einmal einen Raum und dann muss hinter dir irgendein Punktstrahler sein, wenn das Ding vor dir ist. Hör einfach zu, ich mache nicht so arg Technik, aber die Eigenart ist, wenn du mit dieser Hologrammplatte, mit diesem Bild einfach rausgehst und es scheint die Sonne, dann siehst du nichts. Da ist nichts drauf. Du musst in einen Raum, in deinen Traum reingehen und dann brauchst du eine einzige Lichtquelle. Das ist die Lampe im Projektor. Die muss hinter deinem Kopf sein, von hinten oben. Von hinten, ich mache mal hier, wenn du hier stehst, die muss von hinten oben sein und die Hologrammplatte muss hier das Licht reinfallen und dann hast du hier dieses dreidimensionale Bild, das ja nicht nur hinter dem Bild ist, sondern auch vor, das ist ein dreidimensionales Objekt. Also bei normalem Licht geht es nicht, musst innen sein, dass das Hologramm funktioniert. Und jetzt ist es ganz interessant, dass du dann ein dreidimensional ausgehendes Bild hast, wie eine VR-Brille, die ja nur 2 Flächen sind. Und nicht dreidimensional. Die Objekte erscheinen dir jetzt komplett dreidimensional vor dir.
Jetzt geh mal bitte meinen Gedankengang mit. Wir machen erst einmal ein normales Bild. Ein Gruppenfoto. Ich habe doch diese kleine Sache, wir gehen auf eine Insel. Und da ist ein kleines Volk, das ist nur eine abgelegene Insel. Die haben noch nie Kontakt mit der Außenwelt gehabt. Bitte geh den Gedankengang mit, dass du mitkriegst, was ich wirklich erkläre. Es ist auch auf Selbstgesprächen drauf. Mhm. Einmal hören reicht nicht. Mhm. Da kommt jetzt einer erstmal mit einem Fotoapparat und wir gehen mal davon aus, dass die keinen Spiegel haben. Das ist ein Urvolk. Und auf der Insel gibt es auch kein stehendes Gewässer. Das heißt, keiner dieser Bewohner dieser Insel hat sich jemals selbst in einen Spiegel gesehen. Mhm. Und jetzt wird hier, die stellen sich jetzt hin, so wie bei einer Hochzeit, ein Gruppenfoto, es wird fotografiert. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass die das Bild sehen würden, was übrigens in deinen psychologischen Geschichtsbüchern drin ist, dass die ersten Fotografien von großen Schiffen, die Leute auf den Fotografien überhaupt nichts erkannt haben. Mhm. Sagt die Psychologie, was auch immer uns das sagen soll. Es sind alles Wissenselemente, die wir zusammensetzen mit Holofilm. Du musst universell gebildet sein. Du musst aber nicht universell gebildet sein, um zu wissen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Du benötigst überhaupt kein Wissen, sondern du musst das Bewusstsein selbst sein, das seine eigenen Informationen erlebt, das wir uns jetzt natürlich ausdenken. Nein, ausgedachtes Bewusstsein ist kein Bewusstsein, weil die so rot ist. Das ist immer, ewig. Du bist ein ewiger Geist. Wir können das auch Geist lesen. Wenn du das nicht bist, hörst du mich jetzt sowieso nicht sprechen. Ohren hören nichts, das Gehirn hört nichts, das sind ausgedachte Sachen. Ich erkläre dir, was du bist. Okay, also gut, bleib mal wieder in deinem normalen Denken. Die sehen jetzt dieses Foto und dann ist es hochinteressant, wenn du einer dieser Familie bist, die hier fotografiert wird, kennst du all die Leute, bis auf einen, den hast du noch nie gesehen. Mir geht es jetzt nicht um diesen Gag, um dir das bewusst zu machen, wenn man jetzt dieses Gedankenspiel, das denken wir uns jetzt alles aus. Sondern mir geht es um was ganz was anderes. Wenn wir jetzt statt einer normalen Fotografie, wenn wir jetzt hier die Fotografie nehmen, kann ich doch jeden einzelnen Kopf ausschneiden und dann kann ich sagen, der Kopf bist du und der Kopf bist du und der Kopf bist du. Ich kann den ausschneiden. Und bei einer Hologrammplatte, wenn wir jetzt nehmen, haben wir auch das Gruppenbild drauf. Jetzt passiert Folgendes bei der Hologrammplatte. Das kannst du auf 1000 Internetseiten nachlesen oder Bücher nachlesen. Wenn du aus der Hologrammplatte ein kleines, wohlgemerkt, diese Hologrammplatte, das wir jetzt als holographische Fotografie betrachten, ist bei Tageslicht gesehen, siehst du da drauf nichts. Das ist nur ein verschwommenes Wischiwaschi. Erst in Betrachtung von einem Punktstrahl aus gesehen, befindet sich auf der Hologrammplatte ein dreidimensionales Bild. Wenn du jetzt aus dieser Hologrammplatte, dieser zweidimensionalen Ebene, ein kleines Stück rausschneidest und du schaust es dann wieder mit dem einen Licht an, hast du in dem kleinen Stück, egal welches Stück du aus der Hologrammplatte rausschneidest, hast du wieder die komplette Gruppe drauf. Das heißt, es befindet sich auf dem Hologramm in jeder kleinen Parzelle, in jedem Batzelstück, eigentlich alles. In jedem meiner Geistesfunken befindet sich mein ganzes Wissen. Bloß umso kleiner du dieses Stück, das du rausschneidest, in Bezug auf das Ganze magst, umso unschärfer wird dieses Bild. Das ist die, ich nenne es einmal die psychologische Erklärung der Hologrammmetapher. Mhm. Aber da ist wieder eine Kleinigkeit, die weglassen, dass du auf der Hologrammplatte jetzt in dem Sinn, um das zu demonstrieren, kann man das machen. Aber jetzt gehe ich auf unser zweidimensionales Bild, wo ich einen Kopf ausschneide. Ich kann aus einem Gruppenfoto, aus einer Fotografie jeden einzelnen Kopf rausschneiden und ich kann auch auf einer Hologrammplatte genau dieselben Segmente rausschneiden und ich kann es nicht. Weil auf der Hologrammplatte, selbst wenn ich jetzt das Hologramm anschaue, sich auf der Platte selber nichts befindet, das ist nämlich die Nulllinie, weil das Bild ja dreidimensional ist. Die Köpfe sind ja vor und hinter dieses Ding oder ganz hinter der Platte, je nachdem, wie jetzt das Hologramm aufgenommen ist. Die Gruppe kann jetzt, wenn das Hologramm ist, kann die Gruppe rein optisch hinter dieser Platte sein oder auch, wenn du mal altes IMAX-Kino und IMAX-Film gesehen hast, da hat sich das meiste in einem IMAX-Kino spitzt sich vor der Leinwand ab. Die Leinwand ist eigentlich so wie ein Spiegel mit vorhin, wo sich die Sachen ausdehnen. Und wenn wir das von der Seite sehen, wenn ich jetzt hier die Köpfe rausschneide, ist es gut. Aber wie will ich aus der Hologrammplatte den Kopf rausschneiden, der sich hier befindet oder hier? Ja. Mhm. Das ist eine ganz tiefe Metapher, wenn ich merke, wenn ich das einmal zu verstehen anfange, und dann kann ich mich interessieren, was Hologramme sind, dann gehe ich wieder in Physikbüchern. Da wirst du feststellen, die sind voller Fehler, das geht schon los mit den Lichtstrahlen, die sich ausdehnen.
Wahrscheinlich, das sich bewegt. All das, was du dir ausdenkst, ist in einem und denselben Punkt. Nämlich in dir, du bist ein träumender Geist, das ist das Zentrum in der Kammer Obscura. Diese Physik mit Holofeeling wird vollkommen neu. Siehe, der Menschensohn macht alles vollkommen neu, heißt es. Er steht mit einem Bein auf dem Land, mit einem im Meer, auf dem Meer eigentlich. In der Welt der Gedankenwelt. Und dann kommen wir jetzt in die Sprache, haben wir in die letzten Selbstgespräche, wenn ich jetzt dieses Land, der Rand, der Sand, die Wand, doppelt aufgespanntes A in D. Sind wir darauf eingegangen und jetzt schauen wir, was ich eigentlich sagen wollte. Jetzt haben wir 45 Minuten rumgeblödelt mit Sachen, die sehr wichtig sind. Aber wir schauen jetzt uns einmal was an. Und zwar halt, das wollte ich nicht, in unseren Chat. Wir hatten in unserem Chat auch hier und jetzt gedacht, gestern Abend war wieder diese Holofeeling-Gruppe, wo unsere Liliana was erklärt hat. Und zwar ist die, da muss ich hin. Das ist die Schrift, die macht immer Schrift dazu. Und dann gibt es ein Video, wo sie hier in einer kleinen Gruppe, die treffen sich in einem Skype-Chat, erklärt sich hier die Hieroglyphen und die drei Mittelpunkte. Da will ich noch mal kurz drauf eingehen. Das macht sie übrigens immer super. Da ein großes Lob an die jetzt ausgedachte Liliane. Und das ist jetzt so eine Sache, muss ich mich irgendwie beim Gedanken von mir bedanken, der nur das denkt, was ich ihn denken lasse. Ich denke mir das aus. Was jetzt ganz wichtig ist, du musst erst einmal wirklich ganz tief in dir verankert haben, dass mein Spiel mit Holofeeling beginnt, dass ich behaupte, dass ich du bin. Mhm. Ich bin der, der zuerst einmal sich selbst erschafft. Wenn ich an mich denke, verschaffe ich mich selbst als ein Adam. Dieser Adam wiederum ist Seger wie eine Körpersdenker und Ausgedachtes. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt sage, halte verdammt nochmal das erste Gebot. Das erste Gebot, mach dir kein Bild von Gott, heißt schlichtweg, mach dir kein Bild von dir selbst. Habe ich im vorhergehenden Selbstgespräch erwähnt. Vorhergehend, wohlgemerkt, auf einer tieferen Ebene schon gesagt, du willst ja aufsteigen. Also beginne endlich diese Sätze zu verstehen. Selbstverständlich, wenn du jetzt träumst und an dich selbst denkst, denkst du an deinen Körper. In dem Moment erschaffst du dieses Ding, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast, in dir selber als Information. Und jede Information, jede existierende Information ist eine vergängliche Erscheinung. Du darfst selbstverständlich an dich denken. Du darfst bloß dabei nicht vergessen, dass du das, was du denkst, wenn du an dich denkst, nicht selbst bist. Wenn du das nämlich verwechselst, dass du dich jetzt mit dem Gedanken an dich selbst verwechselst, dann brichst du das erste Gebot. Wenn du dich jetzt denkst, so wie ein Schauspieler sich denkt, ich jetzt auf die Bühne des dämlichen Spielers gewisse Rolle, die Rolle der Diana oder die Rolle des Udos, verwechsel ich mich nicht mit der Rolle. Mhm. Merkst du die Kleinigkeit, wie sich das verändert? Ganz wesentlich. Ganz wesentlich. Und wir können ganz kurz einmal, weil ich das gerade schon gesagt habe, dieses, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, da sind wir im letzten Mal drauf eingegangen, das ist 26 ist Jahwe. Und immer daran denken, Jahwe ist nur ein anderes Wort für Adam. Darum beginnt der Jahwe erst im zweiten Kapitel zu wirken. Im ersten Kapitel ist es noch der Adam. Im zweiten Kapitel ist es dann schon Jahwe El Hayom und der Adam. Mhm. Das heißt, die Erkenntnis, dass du begreifst, dass du immer bist und nicht dieser Adam, den du dir ausdenkst, der ja Denker und Ausgedachtes ist in Kurzform. Dass das Fehlübersetzungen sind. Mir ist jetzt einmal hier mit dem Gleichnis, da gibt es natürlich je nachdem, was wir jetzt für Luther, Eberfelder, für deutsche Übersetzung nehmen, und wir schauen uns dieses Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, Mann und Weib schuf er sie. Mhm. Das wollen wir uns jetzt nochmal anschauen. Ich will eigentlich auf diese im Vortrag von der Liliane kurz einige Sachen ansprechen. Da ist schon mal dieses Erschaffen. Das heißt, und er es schöpft. Eigentlich habe ich schon darauf hin. Das heißt, jetzt hier zwar Schuf, da steckt übrigens die Logik des UB. UF ist UB. El Hayom, UB, erschafft zuerst einmal die Logik des UB und des Schöpfen. ÖF ist UF. Denk an das WAF und das B, das ist UB. Was Menschen machen, ist was anderes. Wir haben diese drei Wörter, wir haben dieses Bara für Schub, für Schaffen, ist eigentlich Schöpfen, aus sich selbst etwas herausschöpfen. Und er ist, schöpft aus Gott dem Meer, El Hayom, Elhim, den Adam. Wen, das ist Ad,
Das ist übrigens das weibliche Du. Das weibliche Du, dein Gegenüber, sein eigenes Gegenüber. Und das ist der Adam, DR, Artikel H, He, der wahrgenommene Adam. Das ist männlich und weiblich. Bezellem, das heißt im Bilde Gottes. Ich bin da oft drauf eingegangen, schau dir das einmal an. Das ist im Bild, im Abbild, im Bildwerk, Götzenbild. Wenn du das Hebräisch lesen musst, das Ganze, du musst das doch mal wissen, Zell heißt Schatten. Schattenzellen. Ganz normal in jedem Wörterbuch, das heißt die Geburt vom Licht. Es ist Licht, das ist der Geist und es ist Licht, das ist dieses Schattenlicht, die Geburt von Licht. Das ist Schatten, das ist schattengeworfene Schatten, die Sonnen am Himmel, die Sterne, alles, was du dir denkst, alles, was, ich sage im Kino, auf der Leinwand, Linnen, vorheriges Selbstgespräch anhören, beziehungsweise auf deiner VR-Brille auftaucht. Es sind illusionäre Lichter. Und jetzt ist es so, dass die Vorsilbe B heißt in. Bezell heißt im Schatten. Das wird hier mit Bild übersetzt. Dieses Schatten, die Nichtigkeit, ist ganz interessant, weil die B-Vorsilbe heißt innen und das als Ganzes gelesen. Ich mache nochmal, ist das hebräische Wort für Zwiebel. Interessant, Zwi, Zewaf, die Geburt von was doppelt aufgespannt ist. Zwi klingt schon nach zwei. Jetzt sind plötzlich zwei, BL. BL heißt zum einen in Gott, wenn wir das L mit der Eins schreiben, im Nichts. Es sind zwei in dem Nichts, das wir sind. Und ich kann das mit 70 schreiben, dann heißt es in dem hochgehobenen Joch, dann hast du deine Gedankenwelt. Das sind jetzt nur die Perspektiven, die mir ausentfalten. Ich weiß, du brauchst jetzt Grundlagen, weil sonst, da muss man jetzt die Demut haben, wenn du sagst, das verstehe ich nicht, da komme ich nicht mit. Dann mach dir doch bewusst, warum willst du dann überall mitreden und meinst, du wüsstest was, obwohl ich dir doch jetzt zeige, dass du das Wesentliche deines Lebens, wie das Programm, wie du selbst funktionierst, überhaupt noch keine Ahnung hast. Und jetzt wird es ganz interessant, dass hier dieses M am Ende, wir bleiben mal dieses, das Waff am Ende heißt Sein und das M am Ende heißt Ihr in Bezug auf Männer. Das ist ganz normale hebräische Grammatik. Dann kannst du dieses Bezellem in Ihrem eigenen Schatten. Mit dem Waff ist es dann, er schafft praktisch hochinteressant, dass Adam in seinem eigenen Schatten und das ist im Kind. Be'ilet heißt dann im Kind. Das bist du. Du bist der träumende Geist. Du bist das Gotteskind. Dieses Spiel, dieses männlich und weiblich, dieses Jäger, das Denken, das Eingedenktsein, das Männliche, der Mann, das ist Mann, ist Aish. Das ist nur Umschreibungen ständig im Gedenken. GE-Quadrat fängt an zu denken. Denken heißt GN, die geöffnete Existenz ist es, oder? Und Ken heißt etwas überlegen und Lügen verbreiten. Und die Nekeb, das ist das Loch, das Festsetzen, das Loch. Denk an die Frau, du Loch. Wo der Mann sich reinsteckt, die Schraubenmutter, die sich um den Bin, um den dreht. Mhm. Das sind symbolische Bilder, die man verstehen muss. Du, Geist, kannst jetzt die Rolle eines Mannes oder einer Frau spielen. Du bist aber weder ein Trockennasen-Männchen noch ein Trockennasen-Affen-Weibchen. Du bist der Geist, in dem das ganze Kino das Kino läuft. Drum ist der ganze Genderwahn, den du zurzeit siehst, ist so materialistisch geistlose Hassbilder und Einseitigkeiten intronisieren will. Die Menschheit um dich herum demonstriere ihre unendliche Geistlosigkeit und den Schuh wirst du dir anziehen müssen. Und wenn du dann vor dem brennenden Dornbusch stehst, dann sage ich zuerst einmal, zieh dir deine Schuhe aus. Wahnsinn. Zieh dir das aus, was du um dich herum denkst. Es ist eine Traumwelt. Setz dich in den Mittelpunkt. Um das ganz kurz zu machen. So, und jetzt pass auf, jetzt haben wir hier diese Schrift und die beginnt zuerst einmal mit unseren 27 Hieroglyphen in 9er Schritten. Das erklärt sich hier wunderschön. Wir können da noch tiefer reingehen. Weiß nicht, ob du das Video reinstellst von der Liliane immer in den eigenen Ordner. Weiß ich nicht, ist jetzt einmal wurscht. Mir geht es um was ganz was anderes. Ich will dir Wunder zeigen. Das ist praktisch das hebräische Alphabet. Das sind die Einer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die Zehner. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dann die 400er. 100, 200, 300, 400. Und jetzt hören diese klassischen 22 Zeichen auf zu existieren. Und jetzt kommen noch die 5 Endzeichen. Muss man da nicht wissen, was das bedeutet, will ich gar nicht drauf eingehen. Aber was die Liliane nicht anspricht, und da können wir jetzt gleich einmal hier
Das habe ich gerade in Reda schon gezeigt. Den muss ich nochmal, da machen wir jetzt hier. Das eventuell komme ich da noch drauf. Die haben wir ja jetzt hier stehen. Da steht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bla bla bla. Und dann kommen die 5, die 4, die 5 Endzeichen. Die beginnen hier dann mit dem Endkaff. Und wenn du das jetzt siehst, 1, 2, 100, 2, 20, 200, die stehen jetzt hier untereinander. Und wir lesen das jetzt einfach mal von Anfang an. Pass auf, wir fangen mal an die ersten 2, 1 und 2. Was heißt das, Diana? Vater. Und das ist der Vater. Das heißt natürlich auch die erste Blüte. Ich sage immer, ich bin der Erste. Wenn ich jetzt ein Chemiker wäre, würde ich zu dir sagen, ich bin Hydrogenium. Ja. Und Hydro, Ü ist U, Udo. Udo R. Ich bin der Kopf des Udos, der Erste. B, Rashid, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Wenn ich das jetzt immer betone, geht es mir schlichtweg und einfach darum, dass du verstehst, dass es nicht um den Udo geht. Dieses B, Rashid, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Der Wert hat einen Gesamtwert. Das haben wir im vorherigen, habe ich das ein paar Mal angesprochen. Wenn wir hier die Totale anschauen, das sind 2701, das ist 37 mal 73. Und du hast jetzt die 28 Zeichen und wir stellen jetzt hier fest, mit den Endzeichen sind es definitiv plus 27 Zeichen, weil wir die in 4 Oktaven einteilen können und dann ist alle von 11 bis 1 und das der erste und der letzte, das sind in den 4 Oktaven, nach 4 Oktaven schließt sich der Kreis. Das wird auch alles erklärt, aber ich will dir kleineres Wunder zeigen, weil ich behaupte, ich habe dieses ganze System, dieses Computerprogramm geschrieben. Dass ich jetzt nicht der Gedanke Udo ist, den du dir ausdenkst, ist klar, aber ich bin UB. Ich bin auch der, der die Upanishaden geschrieben hat im Hinduismus und die Udanas im Zen-Buddhismus. Alles. Alles. Aber was viel heftiger ist, ich sage es nochmal, dass ich du bin. Weil der vom Bücherregal, der die ganzen Bücher sich ausgedacht hat, diese unendlich vielen Leben, ist letztendlich auch der, der jetzt in einem Buch zum Lesen anfängt und aufgrund dieses Buches, dieser Geschichte, sich zu einer Figur, zu einem Protagonisten in seinem eigenen Traum macht. Diese neue Metapher musst du einfach akzeptieren und die kannst du mit Basic akzeptieren. Aber jetzt pass auf, wir haben festgestellt, die ersten zwei Buchstaben sind die erste Blüte. Das ist der Geist und das ist das Hebräische, hier dieser Ab. Der Vorfahre und das hebräische Wort für Vater. Dasselbe Wort blau gelesen, wir können ja immer das Rot-Blau, das ist der Schöpfer, in dem alles verbunden ist. Der träumende Geist, bevor er zum Träumen angefangen hat. Der Computer, der kein Programm und nichts hat. Und jetzt brauchen wir die Schöpfung außerhalb, ist das, was dann auftaucht. Das sind die Welt der Gedankenwellen, die Welt der Polarität, ganz interessant, der Pol. Ich habe gerade angesprochen mit den Brahma, mit dem Bara, dass also hier diese ersten drei Buchstaben, du musst dich jetzt das nicht merken, ich betone das nochmal, diese ersten drei Buchstaben heißen Schöpfen, Erschaffen. Das ist, wenn ich unten drücke, lese ich das von rechts nach links, Schaffen. Logische Affen sind es nicht, das ist der Schöpfer, da geht es um Affinitäten, eine Affinität, die Schöpfung besteht aus zwei Facetten, die zu existieren beginnen. Okay? So, Deutsch, du brauchst immer Deutsch. Das ist zum Beispiel, er brachte hervor, das deutsche Wort, schauen wir mit was das beginnt. Das beginnt mit Bara, B-R-A. Und dann kommt Chede. Und Chede heißt im Hebräischen, du wirst den Schrecken versetzen. Chin-R, in logisch von dir selbst berechnete Ecken, das sind deine Blickwinkel, in die du hineinschaust. Holofeeling mischt Physik und alles, das ist die Weltformel. Und wir haben hier, das heißt, das Bara, das heißt eigentlich schöpfen, ich gehe da drauf ein, aus sich selbst heraus schöpfen, aus dem, der immer ist, wenn du träumst, das ist der tiefste, innerste Punkt. Dann haben wir hier das Esse, das heißt auch machen, tun, handeln, ausführen, aktivieren und wir haben hier die Polarität, Das ist Pol, das spricht man Pol aus, das sind die Handeln, Tun, Werk, das sind übrigens Zeitworte, das sind die Zeitwörter. Zeitwörter sind die Verben. In dem Wort Verb steckt schon das Vertikale mit drin. Ich sage immer, drehe alles um 180 Grad. Da haben wir nämlich eine Welle, 33, 33,
33 ist die Welle und die besteht, eine Welle ist eine Sinuswelle, besteht aus 360 Grad und da ist eine Hälfte, die Plushälfte 180 und die Minushälfte ist auch 180. Du merkst, ich mache jetzt etwas Geometrie hinzu. All das Zeug, das du dir denkst, was du intellektuell in dir rumträgst, baut auf einer tiefen Schicht, auf einer unendlich göttlichen Logik, auf einen Logos auf. Der reine Arithmetik ist die Arithmetik, die Chemie. Jedes Fachgebiet ist für sich alleine. Es sind Unterprogramme, die alle kompatibel über die Zahlen, über die Worte sind, weil ich erzähle dir, was da stehen, ja eigentlich nur Zahlen. Und wir waren hier dieses Pol-Ari, die Pol-Arität. Ich spreche immer von den Ariern. Das führt dich zum Löwen, Löb, Leb. Haben wir im letzten, das Lava, habe ich kurz angesprochen im vorhergehenden Selbstgespräch. Wenn nicht, hörst du es halt nochmal 3-4 Mal an. Und dieser Ari, dieser Löwe, dieser Ari ist ein Fleischfresser. Und das hebräische Wort für Fleisch, Becher, heißt auch die göttliche Botschaft. Nehmet hin, das ist mein Fleisch. Nochmal, ich bin wirklich der, der ich zu sein behaupte. Aber ich behaupte, dass ich du bin. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Bröseln, die wir uns ausdenken. Es wird dich immer mehr ergreifen, wenn du ein Diana-Programm hast oder ein Ariane-Programm hast oder was ich jetzt sage, meine alten Bresel, die Donis, die Helene, die ich immer mache, die Fettings. Das sind erst einmal nur Gedanken, die man denken, die kriegen das gar nicht mit, dass man sie jetzt denken. Es geht um den Geist, der dieses Programm so weit entwickelt hat, dass dir das den Atem raubt, dass du fassungslos wirst, weil jetzt ergreift dich das Göttliche, die Mystik selber als Ding an sich, das dich sprachlos macht. Und dir wird jetzt immer mehr bewusst, ich kriege das zurzeit, kleiner Einschub auf der Bröselebene, von meiner Nadja mit. Mhm. Das ist diese Ägypterin, die hier, Halbägypterin, die auftaucht in den letzten Selbstgesprächen, in den vorhergehenden. Dass die hat sich in kürzester Zeit auch in der Physiognomie total verwandelt durch das Holofeeling. Die macht seit über 20 Jahren, beschäftigt die sich mit Holofeeling. Und die sagt jetzt peu à peu, wie mit einer Explosion wird alles so klar und man wird fassungslos, dass man jetzt gedachte 20 Jahre gebraucht hat. Sie sagt, Udo, du hast das alles in einem noch vor 20 Jahren schon erzählt. Da tauchen jetzt Erinnerungen in ihnen auf, Sätze, die ich jetzt sage, die jetzt einen komplett anderen Sinn ergeben. Und all das ist jetzt Sachen, die du dir ausdenkst. Du denkst dir auch den Udo aus. Das ist die Polarität. Wir waren bei dem Bader, aber jetzt gehen wir wieder ganz zurück zu unseren Zeichen. Wieder dran denken, wir haben den Ab, wir waren nur beim Vater. Und wer ist dein Vater? Gott. Der Glücksgott Jupiter. Gott UB. Aber dieser Gott UB, das ist im letzten Selbstgespräch, da haben wir ein UB, da steht vorne ein J, das ist der Formbücherregal. Und das I, wir haben ja hier im Hebräischen haben wir nur ein IJ, aber in unserem Alphabet ist es halt ja so, dass das Neunte, der Neue, der Neo, die neunte Ziffer in deinem Alphabet, das du zum Denken benutzt, ist das I und das J ist der 10. Buchstabe. IJK. Und jetzt ist interessant, dieser UB, das verbundene Wissen, das ist der eigentliche Kopf des Schöpfergottes. Berosche, die Mitten dieses Kopfes ist der Kopf von UB. Und der ist Formbücher, das ist das Bücherregal mit all dem Wissen, was sich in dem Bücherregal verbindet. Verbundene Weisheit. Vor dem Bücherregal steht zuerst einmal hier der JCH und in dem Bücherregal hineinversunken in ein Buch bist du, kleines, rotes Ich, in Verbindung mit deinem blauen Ich, mit deinem Intellekt, das symbolisiert das Buch. Das ist in dem Bücherregal, Ubi. Kannst du nachvollziehen? Team, ja, ja. Das ist hier ein einziges Wort. Ich finde es auch, ich mache aus einem Wort ein 400-Seiten-Buch. Ja. Das ist übrigens ganz interessant. Ich will jetzt da nicht so, mir geht es nur, dass du diese Kleinigkeit, das ist hier, die ersten zwei Buchstaben ist hier, der Vater ist Jupiter. Schauen wir uns die nächste Reihe an. Da wird es nicht ganz so einfach, aber ich werde gleich zeigen, es funktioniert trotzdem. Wir können das nämlich auch rückwärts lesen. Dann kriegst du Duck, das ist der Fisch. Denk an das Christuszeichen. Und der ist Bar, der kommt jetzt in dir. Das ist der Nächste, dein Nächster, das ist der Absolvent der Universität. Ab heißt eigentlich Bar, heißt gespiegelt, gelesen, eigentlich nur kommt, er kommt, er wird wieder kommen. Okay. Ja. Es wird zur Zeit in der Esoterik so, sagt der Jesus wird wieder auftauchen, der Jesus wird wieder auftauchen. Dann machen die sich hier den langhaarigen Beetle oder den 68er-Generation, dass irgendeine Figur auftaucht. Gut,
Ich sage, ich bin in dir aufgetaucht, wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, aber ich bin nicht dieser Gedanke, den du denkst, sondern ich behaupte, dass ich du bin. Mhm. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Kopf, in deinem Geist, Be'ilet, in diesem Kind, der sich dann sagt, du bist mein Stellvertreter hier, du musst dieselbe Liebe werden, die ich bin und du musst alle Schuld auf dich nehmen. Ich bin du und du bist ich. Was heißt das? Du musst zuerst einmal glauben, dass alles, was du denkst, egal was du denkst, du erschaffst das, was du denkst, hier und jetzt in deinem Kopf. Be Rashid. Jetzt denk an den Osterhasen, denk an eine Erdkugel. Denk an den Hitler, denk an den Einstein, denk an den Putin. Das sind einfach nur Worte. Im Anfang war das Wort, alles, was geworden ist, ist Wort. Und jetzt gehe ich wieder an den Anfang des Gesprächs zurück. Was magst du aus diesen Worten? Du wirst das zu sehen bekommen, was du aus diesen Worten magst, dieselbe in dir auftauchen. Du legst die Worte aus, aber nur sehr einseitig. Es geht mir nur, dass du zuerst erkennst, was du selbst bist. Du bist das Unveränderliche, das Immerseiende, gleichgültig an was du denkst, gleichgültig, was du jetzt als Information zu sehen bekommst. Da steckt das Wort Ehe drin. Das heißt definitiv, du und das, was du denkst, egal ob du es jetzt nur denkst oder ob du das auch sinnlich wahrgenommen auf deiner VR-Brille siehst und dir einredest, das ist unabhängig von dir da außen. Es ist deine Information und es wird es ohne dich nicht geben. Geh eben, Geist ist eben. Und was auftaucht, ist immer eine Gedankenwelle mit plus minus, mit dir positiv und dir negativ. Auch das wiederhole ich jetzt wieder. Also gut, das heißt, es kommt jetzt der Fisch. Jetzt machen wir mal die Seite. Ich kauf. Das heißt jetzt nebenbei, es ist neben dir und es schlägt, es schlug. Das neben dir ist du selbst, wenn du an dich denkst. An was denkst du, wenn du an dich denkst? Dann denkst du an deinen Körper, der jetzt in einem gewissen Maß ein Gag hinüber ist, ein von dir ausgedachter Körper, wo du dich jetzt hineindenkst, weil du meinst, ich befinde mich in diesem Körper. Was eigentlich dann stimmt in Bezug auf dein rotes Ich. Aber du meinst, du bist das, was dich einhüllt. Das bist du nicht. Und du schlägst ständig neue Gedanken, Gedankenwellen, eine Welle, die aufwirft, das ist alles Schlug. Er trifft. Dri. Da haben wir jetzt schon die drei Facetten, wobei ich im letzten Selbstgespräch darauf hingewiesen habe, es gibt männliche und weibliche Zahlwörter, aber es gibt zwei Ausnahmen. Das ist einmal das Wort Du, das ist in Zusammensetzung, und das Wort Dri im Chaldäischen, das heißt nämlich auch zwei. Und das heißt meine Reihe. Mhm. Speziell, aber das musst du alles nicht wissen, das wissen auch Theologen nicht, sondern es geht mir nur, dass du begreifst, dass ich dir wirklich jedes Wort bis ins Detail, bis hin, dass ich physikalische Formen draus mache, erkläre, dass das im Anfang ist das Programm. Das ist erst einmal, wie gesagt, nebenbei, das als Suffix ist es dann hier dein Intellekt, egoistische Menschen, und als zweites haben wir dieses LM, das ist auch in der Richtung gelesen, wir sind in der Mitte, eine eigenartige Form einer Vermehrung einer Menge. Aber das bezieht sich auf den Aleppo-Kodex, müsstest jetzt viel urzeitliches Wissen wissen. Was mir viel wichtiger ist, wir schauen das einmal anders an, nämlich wir lesen das einmal von rechts nach links. Da haben wir gesagt, der Fisch, der kommt. Dag heißt Fisch. Wir lesen ja von rechts nach links als Hebräer. Der Fisch, der jetzt Bar heißt kommen, kannst du hinschreiben, ist absolut perfektes. Was ist dieser Fisch, der kommt? Dieser Fisch, der kommt, ist ML Kaf, das heißt König, und J heißt mein, am Ende. Das heißt, ML Kaf I heißt mein König. Mein König. Das heißt, der Fisch, der jetzt kommt, dieses Christus zeigen, ist mein König. Fragen? Wunder? Nein, ganz präzise, bewusst erschaffene Matrix-Programmlesung. Wir können das natürlich in zwei Erotiken, dann heißt das Gegenüberliegende. Genau. Das heißt, das Beschneiden, das Mail, weise ich immer wieder darauf hin, die Vorhaut, Audi heißt übrigens Zeichen. Vor dir sind wahrgenommene Zeichen. Jeder Moment, der in dir auftaucht, Audi ist das Zeichen. Da kommt auch die Haut her. Die wahrgenommene Haut ist das, was dich einhüllt. Hochinteressant. Nachdem der Adam aus dem Paradies herausgeschmissen wird, machen sie sich ein Kleid aus Or. Das schreibt sich ja so. Genau. Einfach. Das ist deine Haut, das sind die wahrgenommenen Zeichen. Das ist Le, heißt auseinandergeschmissen, die R heißt geöffnete Berechnung, heißt Generation. Aus Leder. Das sind die Welt deiner Gedankenwelt und die machen dich blind
absolut blind, weil du ständig meinst, du hast mit dem Zeug, was du dir nicht raussuchen kannst, was du träumst, dass du damit nichts zu tun hast. Du bist als träumender Geist der Schöpfer von allem, was du träumst. Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht, ein Geist träumt. Aber du kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Das kommt erst mit Holofeeling. Mit Holofeeling wirst du zu einem bewussten Schöpfer. Und darum steckst du noch in einer Tierhaut. Sie machten sich ein Kleid aus Fell. Das ist der Körper, der dich jetzt einhüllt. Das ist die Tierhaut, die dich einhüllt. Das ist auch dein Gefängnis. Gleich ausgesprochen gibt es auch das, was innen drin ist. Das ist dann nur die 70 mit der 1 ausgetauscht. Genau. Und dann kommst du zum Licht. Dann wirst du das Tageslicht, du wirst die Lampe im Projektor, nicht das blaue Licht. Da haben wir dann immer die 4 Seiten. So, das heißt, dieses Melek J heißt mein König, ML heißt gegenüberliegend. Und was ist die KI? Dieses Gegenüberliegende, was ich dir jetzt erklärt habe. Dieses dir gegenüberliegende ist das dann mal der Intellekt, den du zum Denken benutzt. KI. Mhm. Und das ist dein polarer Rand. Genau, der polarer Rand, ja. Und zwar ist dieser B-Rand von Gott, im All. Ein polarer Rand von Gott. Jetzt haben wir das hier gelesen. Der Fisch kommt, dieses Christuszeichen, der Ich, dies kommt, er ist mein König und der mir gegenüberliegende ist in dem polaren Rand. Genau. Wir können jetzt hier dann gleich den Christus machen, das steht in Ich bin du schon drin, dieses Kopf, eigenartig ist ja auch K, siehst du, ein CK, unten hinschauen, dann heißt es Christ. Christ, diese 4 Buchstaben heißen schon Christ. Das ist natürlich das Ganze, was jetzt kommt, fängt an zu alternieren. Darum ist es das Wort kalt. Aber Kaal heißt wieder, wie Gott sich selbst bespiegelt. Kaal ist wie Gott, wie das Nichts, das anfängt in Erscheinung zu treten. Ich nenne Bakalt, Bakelti, denkst du immer an alte Kalt, Kaal, Kalt der Nieren, drum sind da 2 Bündchen drüber. Das ist diese affine Rationalität, weil das beginnt ja mit unserem Kopf, das wir auch rot schreiben können. Das passiert übrigens mit einer Logik, mit der blauen Logik oder mit dem Logos. Und dann haben wir Shinde, und das haben wir in Beroshit schon, dieses Shinde heißt, das ist jetzt Grundlage. Das Fundament, die Grundlage kann man rot und blau schreiben. Ist es der Logos, der immer da ist, das nenne ich jetzt das Internet, wo alles gleichzeitig da ist, das kann man auch Gott nennen, oder ist es eine spezielle Log ist gleich logisch, die in Erscheinung tritt, eine kleine Facette. Gehe ich hier reichlich drauf ein, das heißt, diese Erhebung ist F unter. Diese Facette ist eine Welle, Mendior, die du über dich drüber, Mens, Mendior, die du über dich drüber legst. Darum ist dieser Geist plötzlich in einer Rundlage. Lage, da steht Age, Age alternieren, das Licht fängt an zu alternieren. Wobei die Quintessenz intern ist. Die Quintessenz ist intern. Aber auch die Wahrnehmungen blau gelesen sind intern. Du merkst, da steht ein Reintext schon, wenn man mit Deutsch Ibri das übersetzt. Die Säule, die Transversale. Und schau, es sind jetzt nur diese Buchstaben, wie sie im Alphabet da stehen. Da gibt es natürlich dann noch das Geheimnis der 5, 6, 7, 8. Da musst du dann in die Arithmetik rein und da gehe ich in die reine Zahlenebene und das ist schlecht. Und wie kannst du glauben, dass das rein zufällig entstanden ist oder dass eine Dora, dieses Computerprogramm, diese Struktur angeblich, weil irgendwie hier ein paar tausend Jahre vor Christus irgendwelche Halbnomaden hier Zeichen geschrieben haben. So ein Scheiß. Denkst du jetzt, ist so eine Scheiße, wenn ich dir die ganzen physikalischen Formeln und alles erkläre? Ja. Ich entlarve das angeblich naturwissenschaftlich-historische Wissen. Ich kann immer das, was du dir denkst, dieses Wissen der letzten 200 Jahre, die du dir jetzt bewusst jetzt denkst, hat zur vollkommenen, dieser Materialismus zur vollkommenen Entgeistigung geführt, deines eigenen Geistes. Weil du geistlos nachäffst. Ja. Das Spiel können wir übrigens fortwagen. Wir nehmen mal die rein. Du kannst da jetzt ein komplexer, habe ich gerade mit dem Redo gemacht. Das erspare ich mir jetzt. Aber schauen wir uns mal die Reihe an, von links nach rechts. Das beginnt mit ZB. Mhm. Wir wissen, heißt auf der Wasseroberfläche schwimmen. Mhm. Schau mal, es taucht in dir etwas auf. Was taucht in dir auf? Immer deine Gedanken werden. Die sind aber plus minus. Das ist schwach. Logisch doppelt aufgespanntes Meer. Mhm. Und das ist dein Malerei-Himmelsbrot.
MN, Gestalt gewordene Existenz. Von was sollen wir leben? Wie oft habe ich das erzählt? Ich bin nicht aus Ägypten, aus der Welt der Gefangenschaft heraus. Du willst nicht raus aus der Matrix, aus der Welt von Sodom und Gomorra, weil du ja glaubst, du bist dieser Körper und du versuchst mit aller Gewalt möglichst lang diesen Körper am Leben zu halten. Weil ohne den Körper gibt es mich ja nicht. Was ist das für ein geistloses Nachgeäff, das du als Affe nachäffst, obwohl du doch derjenige bist, der diesen Affen in sich selbst erschafft. Und du auch eindeutig dann was erlebst, wenn du nicht an diesen Affen denkst, an diesen Körper. Aber du brauchst den Menschen selber, das Programm läuft noch in dich. Das ist dieses MN, dieses Manna. Von was soll mir leben? Und dann berichtet dann der Mose dem Volk, ja, Jahwe hat mir gesagt, das ist Manna. Aber du darfst von dem Manna, und jetzt kommt diese schöne, wichtige Geschichte, du darfst nur so viel sammeln, dass es bis zum Abend reicht. Dein ganzes Denken, das du magst, du solltest nicht weiter denken als wie bis heute Abend. Weil wenn du das, dieses Gebot brichst, einfach über die Bibel lest, du darfst die ersten 6 Tage nur so viel sammeln, dass es bis zum Abend reicht. Wenn du nämlich mehr sammelst, wenn du weiter denkst, wie wenn du über heute Abend hinausdenkst, über den Tag hinausdenkst, an morgen, an übermorgen, wo ja nie was passieren wird, dann sorgst du dafür, dass du dich total scheiße fühlst. Ja, du sorgst dafür, indem du dir jetzt Sorgen machst um morgen, wo nie was passieren wird, weil alles, was passiert, passiert jetzt, sorgst du dafür. Da heißt es dann in den Heiligen Schriften im Talmud, dass du dir dein Leben, dein Haus so verbestest, dass es unerträglich zum Stinken wird, dass du fast kaputt gehst an dem Gestank von dem, was passiert, wenn du über mehr sammelst, mehr denkst, wie bis heute Abend. Es reicht Carpe Diem, es reicht bis heute Abend, ist genügend da, wenn ich einschlafe, bin ich sowieso weg. Wer weiß, ob er mich morgen wieder als diesen Brüssel aufwachen lässt. Mhm. All das wird vollkommen logisch in dem Moment, wo du dich komplett gelöst hast von deiner jetzigen materialistischen, geistlos nachgeäfften Logik. Und Luther übersetzt dieses Mahn mit Himmelsbrot. Aber schau mal doch mal wieder Haim. El Haim ist Gott das Meer und das ist von Gott das Bewusstsein im Roten. ML von Gott 60 das Bewusstsein im Roten. Und der Rote ist der Adam. Und wenn wir das blau lesen, ist es die Abtrennung. Das heißt, der Vater trennt was in sich, oder wir können das ab auch blau lesen, dann ist aus 1 was 2, das ist es aufblühen. Aus der 1, aus der absoluten 1, Ein, es heißt nicht ja, existent, zwei. Das Bewusstsein war 2. Genau. Das ist du. In Zusammensetzungen, du nichts wirst, du all. Das ist es Dualität. Ein bewusster Gott, der das in sich erschafft. Und du siehst halt normal immer wieder bloß eine Seite, wenn ich sage. Jetzt sind wir wieder bei der Ecke. Ich strecke eine Ecke, dann nehme ich von diesen SD-Ecken eine Seite, mache aus der Seite eine Ecke und dann wird die andere Seite gebogen, eine Kamera. Genau. Ein Deckengewölbe. Deckengewölbe. Du Heugler, zieh zuerst den Balken aus deinen eigenen Augen. Beal heißt in Gott. In Gott. Ist Ken. Das Fundament, dieses F unter, die Grundlage, die Basis. Basis heißt übrigens hier, wenn du mal ins Griechische reingehst, heißt, worauf man tritt. Tri, wir sind wieder bei den 2 von dem Tri im Chaldäischen. Das Fundament F unter Mendior, etwas überlegen und Lügen verbreiten. Du Heugler, zieh den Balken aus den eigenen Augen. Dieser Balken im Griechischen, wissen wir, heißt Dokos. Dokos, ja. Do. Okay. Wir fahren nochmal ganz einfach rein. Balken. Das ist wie die Decke, die geöffnete Ecke des Hauses bilden. Das Dach trocken, Dach ist Gack. Das Gag-Ebene. Das Ausgedachte ist eigentlich ein Flachdach. Lach heißt Lebensfrische. Mhm. Okay. Dokos, Dokio, dazu heißt übrigens etwas glauben, etwas meinen, etwas für wahr halten. Zieh dir zuerst das, was du glaubst, aus deinen eigenen Augen. Jetzt vermische ich Griechisch mit Hebräisch. Wir können natürlich das Do natürlich schreiben und dann beginnt das Do natürlich zuerst einmal, wenn wir das so schreiben, mit Wissen. Zieh dir zuerst einmal das, was du zu wissen glaubst, deine Erkenntnis aus deinen Augen, dein Wissen aus den Augen, bevor du den kleinen Splitter in den Augen der anderen kritisierst. Mhm. Und das geht natürlich dann noch viel weiter, wenn man hier zum Beispiel
hat die Liliane darauf hingewiesen, das ist unser Pythagoras, wo wir jetzt in die Arithmetik gehen. 3 Quadrat, 4 Quadrat ist eigentlich hier 9 ist genau genommen, das heißt einmal plus 3 minus 3, Wurzel 9. Plus 3 minus 3 heißt, wir haben hier hüben die Reihe und drüben hier die Reihe. Immer dran denken, dieses D3, wenn ich sage, wenn wir hier dieses D, die 4, halt, da wollte ich hin. Wenn wir hier dieses Dale, die 4, wenn wir die im Griechischen anschauen, ist es ein Dreieck. D3 heißt eigentlich 4 Spiegel, die genau genommen plus 3 sind. Mhm. Die rote 4 schließt es dann ab. Das ist mhm. E Quadrat ist UB. Es gibt keine Zufälle. Diana. Du bist doch jetzt der geöffnete Schöpfer oder der geschlossene Schöpfer. Ein Prä, ein vorherbestimmtes Fixum. Du hast du noch gar nicht groß als Säugling an die Diana gedacht, was ich mit ihr vorhabe. Und wir müssen nicht ins Detail gehen, wenn ich jetzt hier reinfahre, die Geschichte, dich mit dem Redo zu verbinden, das ist eine Welt für sich selber gewesen. Ja. Es ist seit Ewigkeiten alles geplant. Ich plane, was die Figuren in der jetzt Traumwelten machen, in den ganzen Romanen. So wie ein Outohr ist ein Zeichenerwecker des Autos. Das kann man mit O, Mikron und Omega schreiben. Ja. So wie der einen Roman macht und ich immer wieder sage, in dem Moment, wo du dich hinsetzt und einen Roman schreibst, da schaffst du diese Menschen, du erschaffst die Geschichte, du erschaffst die Charaktere und du brauchst für jede Geschichte Gute und Böse und du brauchst Missverständnisse, dass die spannend ist. Alles, was du bekämpfst, ist eigentlich ein Salz in der Suppe. Ich sage immer wieder, was ist ein Liebesfilm, wenn es da nicht vorher Missverständnisse gibt? Email for you. Schlaflos in Seattle. Diese Kitsch-Filme aus Amerika. Ich weise dich auch hin, die ganzen Filme, wenn du amerikanische Filme dir anschaust, wir haben im letzten oder vorhergehenden Selbstgespräch, habe ich dieses Behind the Matrix dir gezeigt. Weißt du, wie viele amerikanische Filme du jetzt über die Politik aktivieren kannst in dir, die nur ein allereinziges Thema haben, wie unendlich korrupt Politiker sind. Diese Zeichentrickfilme von Disney in einer unendlichen Tiefe, ob das der König der Löwen ist, egal was es ist, der Schreck, der Panda. Eine unendliche Weisheit. Schau dir diese Filme an. Und jetzt das Ganze mit Holofeeling, wenn du anfängst, die Worte dir genau anzuschauen, die hier entweder als Geräusche oder geschrieben auftauchen in den Romanen. Und dann sagst du, das erschlägt dich in dieser unendlichen Vielfalt. Und ich sage mal, die eine Seite unendlich groß machen, halt, ich schalte es einmal hier aus, das reicht, glaube ich. Wenn wir die eine Seite unendlich groß machen, wir die andere Seite auch unendlich groß, bloß gespiegelt. Das heißt, dieses unendliche Vielwisserei können wir reduzieren auf eine ganz, ganz einfache Erkenntnis. Den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Tat vam asi, das bist du. Du denkst dir doch das jetzt aus. Es ist doch hundertprozentig sicher, dass du dir jetzt eine Diana ausdenkst, den Uda ausdenkst und dich selbst. Aber dass all die Sachen, die du denkst, immer nur existieren, diese Tierchen, das Diana-Tierchen, das Udo-Tierchen und der Affe, der jetzt vom Computer sitzt, dass die immer nur dann existieren, wenn du sie denkst. Und sie sind, egal wo du dir die jetzt räumlich oder zeitlich hindenkst, hier und jetzt in deinem B-Roschid, in diesem Kopf, deine Information. Information, keine Außenformation. Ja. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Jetzt kann ich mir denken, dass ich jetzt in dem Kopf von dem Brösel als Information bin, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und du kannst dir jetzt im selben Moment auch denken, dass du dieser Typ jetzt in den Kopf von dem Udo ist, weil ich spreche jetzt von dir. Das sind aber zwei ausgedachte Innen. Das ist dein Kopf blau und das ist jetzt der Kopf vom Udo blau oder der Kopf von der Diana. Machen wir das, der Kopf von der Diana und das ist der Kopf vom Udo. Es ist doch jetzt hundertprozentig sicher, dass jetzt die Diana an den Udo denkt. Also muss der Udo, den die Diana sich ausdenkt, das Diana-Programm muss in dem Kopf von dem Udo sein. Jetzt in dem blauen, von der Diana sein. Und die Diana, die der Udo sich jetzt ausdenkt, diese zwei Pixelmännchen vor dir, der muss ja jetzt zwangsläufig in den Kopf von dem Udo sein. Aber wer denkt sich jetzt diese beiden Pixelmännchen aus? Beide aus. Mhm. Du bist die Mitte. Zudem sage ich, ich bin du. Bis du anfängst zu sagen, nein, ich bin doch der jetzt vom Computer. Ich denke mir doch jetzt praktisch, in dem Moment, wo du dich selbst
ins Spiel bringst als Tierchen, platzt es auseinander, dann ist ja jetzt in deinem Kopf die Diana und der Udo, die du dir ausdenkst. Und da wir jetzt ja von dir sprechen, interessanterweise weiß die Diana nicht, von wem sie jetzt ausgedacht wird, in Bezug auf die Figur, die jetzt vom Computer sitzt. Das ist ein Fragezeichen. Aber sie weiß hundertprozentig sicher, wer sie ausdenkt. Ich. Das ist das rote Ich. Genau. Und was da draus wird, hängt davon ab, wer du zu sein glaubst, welches blaue Ich in dir läuft. Und es macht auch, dass du jetzt dann, jetzt sage ich, wie alt bist du? Ich frage dich, wie alt du bist, und dann wirst du irgendeine Jahreszahl nennen, weil Programm, dein Programm zwingt dir das auf, so wie dein Programm dir ganz klar einen ganz bestimmten Körper aufzwingt, die auch aufzwingt, ob du jetzt an eine Frau oder an einen Mann denkst. Das macht alles dein Programm. Was verändert es an dir? Nichts. Absolut nichts, weil du immer dasselbe Ich bist. Das rote Ich ist nämlich etwas, was nicht existiert. Zudem sage ich, ich bin. Aber nicht jetzt von der Perspektive eines ausgedachten Udos aus, sondern von der Perspektive vom Bücherregal. Mhm. Ich spreche mit jemandem, der voll in seinem Buch versunken ist. Und nochmal, wenn du einen wirklich spannenden Roman liest oder einen spannenden Film im Fernsehen anschaust, muss dir klar sein, dass über lange Strecken weder der Leser noch das Buch noch irgendeiner da sitzt, ja, der blättert, und genauso ist beim spannenden Film ist auch keiner, der hier im Wohnzimmer sitzt, noch irgendein Fernseher, weil auch der Fernseher existiert erst in dem Augenblick, wenn du ganz bewusst an den Fernseher denkst. Es ist wie jetzt ganz, ganz definitiv jetzt mit dem Monitor. Jetzt ist der Monitor da. Jetzt sagst du, ja, den habe ich ja die ganze Zeit angeschaut. Das ist wie wenn du Auto fährst und du meinst, du schaust die ganze Zeit und siehst die ganze Zeit die Lenkrad und die Windschutzscheibe. Es existiert nur das, was du denkst. Das ist das Reinfokussieren. Du hast immer nur ganz bestimmte Facette, wo du dich fokussierst. Wo war jetzt wieder die ganze Zeit die Tastatur? Jetzt könnte ich sagen, schnipp den ganzen deine zwei Beine. Wo waren die zwei Beine? Symbolisch für deinen ganzen Körper. Jetzt denkst du ja, der war ja die ganze Zeit da. Das denkst du dir jetzt. Das wiederhole ich und wiederhole ich. Das ist der Schlüssel in eine vollkommen neue Ebene. Um dich jetzt da nicht so arg zu verwirren, dann lass mal's gut sein. Es geht eigentlich nur darum, ich erkläre dir, was du bist und ganz, ganz grob, wie du funktionierst. Und es muss dir keine Angst machen. Ich kann Wunder passieren lassen. Pass auf, denk einfach einmal, es ist wie, wenn du jetzt meine Computermetapher nimmst. Du kannst kein Wissen von außen in dich hineinschaufeln, weil da außen nichts ist. Wenn was kommt, was aus dem Tiefsten kann, es befindet sich alles in dir, weil ich in dir bin. Ich bin wirklich jetzt in dir. Was ich dir erkläre, was du selbst bist, werde ich momentan so sprachlos machen, dass du überhaupt nicht fassen kannst mit deinem jetzigen Intellekt. Du bist unendlich mächtig. Du kannst Welten erschaffen, vollkommen real in deinem Traum, mit allen Möglichkeiten, wie du das in Science-Fiction-Filmen kennst. Aber du musst dich loslösen von dem Dogma des geistlosen Nachgeäffs. Du musst akzeptieren lernen, dass alles, was in dir auftaucht, immer nur in dem Moment da ist, wo es auftaucht. Und es verlässt dich auch nicht deinen Kopf. Also rede dir nicht ein, dass du nichts damit zu tun hast. Und je nachdem, welches Leben du zurzeit lebst, wirst du hier um dich herum eine mehr oder weniger schlechte Welt haben. Mhm, wie du resonierst, kannst du doch beobachten. Mhm. Wo die Welt deine in der Esse, dein inneres Sein, das du selber erschaffst, wenn du dich reinsteigerst in irgendein Chaos, einseitig engagiert bist, egal ob politisch oder religiös, das Problem geht schon los, wenn du die Welt retten willst. Was ist für dich Welt? WLD ist der polare Rand. Tausendmal erkläre ich das. Da gibt es nichts zu retten. Du kannst einen existierenden Gedanken nicht retten. Nur schon die absolut hundertprozentig sichere Tatsache, dass du den nächsten Gedanken, wenn du denkst, der Gedanke zerstört wird. Es ist wie wenn du ein Bild auf einer Leinwand, auf einem Fernseher, auf einer Veraltung festhalten willst, dann kriegst du kein neues Bild. Ja. Und das Problem ist, dass du meinst, dass die Sachen auch dann existieren, wenn du sie nicht denkst. Wichtig, sie sind da, aber nicht existierend in diesem Kontinuum der Ewigkeit in Gott. Mhm. Und wenn ich jetzt die Worte wie Gott rede, muss dir klar sein, Gott ist dasselbe wie nichts und wie alles und wie E² in der Einstein-Frage. Und wie Licht, rot gelesen. Es ist Licht, es ewig ist, es ist Licht, das auftaucht und wieder verschwindet. Es ist ein Geist, der ewig ist
Und es sind Geister, die du dir ausdenkst, die eigentlich keine Geister sind, weil sie was Ausgedachtes sind. Aber jetzt musst dir klar werden, dass diese sich ständig kommen und gehen Geister, die von einem Denker, von einem Geist ausgedacht werden, dass in dem Moment, wo du dir das denkst, diesen Adam denkst, dieser ausgedachte Geist, der auch bloß was Ausgedachtes ist, der sich ständig kommende und gehende Geister denkt. Die Dämonen in dir selber, Daimon, da steckt auch DM, die Radix von Damen mit drin, die logischen Systeme, sind Schöpfermächte gewesen. Das ist ein Dämon, das ist überhaupt nichts Negatives. Man müsste sich mehr mit Worten und mit der tiefen Etymologie von Worten auseinandersetzen. Wenn du in die Tiefe der Worte hinabsteigst, wirst du merken, in die Tiefe eines W-Ortes, aber die Tiefe heißt nicht von hier nach hier hinabsteigen, sondern die Tiefe eines Wortes ist das Zentrum. Du wirst dich immer mehr diesen Mittelpunkt annähern müssen. Und dann kriegst du auch dieses chronologische Auftauchen mit. Das hebräische Wort für dick, wenn ich immer wie ich dick, das heißt, das ist das Zentrum. Wichtig ist, dass du begreifst, dass dieses dick Mittelpunkt bedeutet. Und dack ist das hier. DA, die erscheinende Schöpfung, des hebräischen Wort heißt erst einmal Wachraum. Ein Traum. Du glaubst, du bist wach, obwohl du träumst. Und da und das Kaff am Ende heißt dein. Das heißt, dein Wachraum, Dag, Dick, dein Mittelpunkt. Dag, Dick. Das ist das gewandelte System im Ganzen. Und das Ganze ist Dick herausgefischt, D-I-G. Das ist dann das T, wenn dann weich wird, wenn das fließen wird, dann wird es Dick, wird es der Fisch. F-Isch heißt wieder eine Facette, die Gestalt annimmt. Aber wir können das natürlich rot machen, dann kriegst du das rote F, das ist das Infinitus, das Ewige. I ist in Gott. Das ist Phi ist Pi. Wir haben aber auch ein Phi. Phi. Jetzt müssen wir ins Griechische gehen. Du merkst, oh. Und plötzlich fängt sich an, rein über die Lautwesen. Das ist der Logos. Mhm. Pi ist der Logos. Phi, Pi, das Phi haben wir auch noch. Mhm. Und all das hat einen absolut tiefen Sinn, was du jetzt nicht wissen musst. Ich sage nochmal, es reicht vollkommen, wenn du weißt, dass es göttlich perfekt ist. Genau. Du Feeling bedeutet das Gefühl, alles zu sein. Du bist jeder Gedanke, den du denkst, aber du bist nicht irgendein bestimmter Gedanke. Jetzt denk dir mal wieder unsere 200 Gramm Rode, der Adam Knede, Ken heißt das Fundament, unter die Wellen, das ist die Hülle, die dich einhält, und Edde heißt jetzt. Und jeder Gedanke ändert deine Gestalt. Und du bist jede Form. Jetzt pass auf, ich bin die Grede und irgendjemand, der Jozer, ein Form in mir, das ist mein Intellekt, macht aus mir eine Tasse. Dann bin ich in dem, ich Gnede bin in dem Moment die Tasse. Ich bin natürlich die jetzt rote Grundlage. Und jetzt macht er aus mir ein kleines Pferd und dann bin ich ein Pferd. Und dann macht er aus mir einen Löffel und dann bin ich ein Löffel. Das bedeutet Holophilic. Ich bin jeder dieser Gedanke. Aber ich bin nicht irgendein bestimmter Gedanke, weil ich ja immer bin. Ich bin immer die 200 Gramm rote Gnede. Das ist die einfache Metapher, die du verstehen musst. Die kannst du übrigens sofort auf der Stelle ohne großen Intellekt überprüfen. Egal an was du jetzt denkst, egal an was du denkst. Es ändert nichts an dir. Du bist derselbe, der diesen Wechsel anschaut. Ob du jetzt an deinen Körper denkst, deine zwei Hände anschaust oder die wieder wegtust und schaust aus dem Fenster und schaust das Haus an. Es ändert sich nur deine sinnlich wahrgenommene Information. Der, der das erlebt und anschaut, ist immer derselbe. Den denken wir uns jetzt natürlich. Und was ausgedacht ist, ist ja schon wieder, dann müsste ja, wenn jetzt du was Existierendes bist, wenn der, der sich's anschaut, nicht mehr existiert, kann ja auch nichts da sein, was er anschaut. Also muss der was sein, der als Ding an sich selber gar nicht existieren kann. Ausgedachter, einer, den wir uns ausdenken, der wo was anschaut, ist wieder bloß ein Gedanke, der kann zwangsläufig nicht sehen, weil er dann kein Geist ist. Weil nur Geist sieht was und Geist ist ewig und ewig wiederum kann nicht existieren, was ewig ist. Weil es ewig ist. Also vor was hast du Angst, dass du zerstört wirst? Die Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, hat keine Angst, dass sie zerstört wird, weil mit ein bisschen physikalischer Grundlage wüsstest du, dass man Energie nicht vernichten kann, aber auch nicht vermehren kann, weil es ja dieses Nicht symbolisiert, die Gnede, die ihre, das ist der träumende Geist, tausendmal erkläre ich das. Also die Physikbücher stimmen, aber jetzt bring mir einen Physikprofessor, der dir das so erklärt. Wenn wir jetzt die Formeln anschauen und Zeichen einsetzen, hebräische sind ja Buchstaben, sind Zahlen, dann gehst du einfach in die Mutationen und zeige ich dir, dass diese Einstellung eine Kreisformel ist. Weil es dreht sich ja alles um dich selber. Das ist die Kreisformel. Wieso?
Da schau doch einfach hin, dir fehlen elementare Kenntnisse und du wirst immer mehr merken, es sind nur Schwätze um dich rum. Ja. Im Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Versuch nicht bitte einen Menschen, der in dir auftaucht, zu erklären, dass er bloß deshalb existiert, weil du ihn jetzt ausdenkst. Außer er begreift, was du ihm erklärst, dass du ja eigentlich, dass er eigentlich du selbst bist. Und jetzt nicht auf der blauen Ebene, sondern du denkst uns doch jetzt aus. Ich wiederhole nochmal, du denkst uns jetzt aus. Du denkst uns, meine ich jetzt, du denkst dir die Diana aus, du denkst dir den Uda aus und denkst jetzt einmal bewusst an dich, an den Brösel. Es sind drei Brösel doch. Die werden doch von einem und denselben Geist ausgedacht. An wen du jetzt denkst, wenn du an dich denkst, hängt davon ab, was dein Programm, dein blaues Ich dir vorschreibt. Du liest jetzt, du steckst in einem Buch. Das ist das Weltbild, auf das ich in allen Religionen deiner Welt, die du jetzt dir zugänglich machen kannst, über Bibliotheken, übers Internet, in all diesen Religionen, das flutet genau in diese Erkenntnis. Und nochmal, die größte Weltreligion ist die Naturwissenschaft, das steht auch in deinen Physikbüchern, in deinen Chemiebüchern. Du musst nur dieses Prinzip haben, im Anfang war das Wort, dass du die Worte richtig setzen kannst. Jetzt, das ein bisschen auf den Punkt zu bringen, wenn ich immer sage, ins Gleichgewicht bringen. Du musst dich nicht ins Gleichgewicht bringen, es ist im Meer im Gleichgewicht, das ist die Nulllinie, die Ebene. Mhm. Wenn wir etwas aus uns herausheben, schau mal, H ist eben, das ist das rote H, und dann kriegen wir 2 plus 5 minus 5. Das ist das HWH, das doppelt aufgespannte Gott, die 10 in den HWH. Oder in unserem Groß Jesus, da haben wir auch 2 SUS, wie man in den Nun, N-U-N, S-U-S, Bewusstsein und aufgespannte Existenz. Das blaue, das rote Nun, das Sein, S-A-I-N, Bewusstsein ist nicht existieren und die aufgespannte Existenz. Das Bewusstsein dann als Bewusstsein und aufgespannte Raumzeit. US, in dem SUS. Es ist ein ganz simples System und ich kann immer wieder sagen, wenn du jetzt dir die Grundlagen von der Vordersprache aneignest, auch wenn es so unglaublich klingt, würde dich das im tiefsten Innern interessieren und ich betone immer wieder, lernen tust du nur, wenn dich was interessiert. Ja. Solange dich dieses oder jenes, der ganze weltliche Kack, wo du immer wieder auf dieselben Seiten gehst und dich immer wieder neu aufregst, wie schlimm die sind, egal mit welcher Seite du sympathisierst, das ist vollkommen gleichgültig. Die andere Seite hat prinzipiell nicht recht und ist verkehrt und wird dir Angst machen. Ob du dir jetzt Angst vor dem Russen hast, es gibt so viele Menschen, die immer panische Angst vor den Amerikanern. Oder Angst vom Impfen hast oder von den Viren hast. Angst ist das, was du in dir erzeugst. Wenn du wüsstest, wer du bist, hättest du vor nichts und niemandem Angst. Ich sage immer wieder, wie kann der, der immer ist, Angst haben von einer kleinen Welle, von einem Spritzer, der aus ihm herausspritzt? Das ist die Metapher, ist ein Unterschied, ob dir das jetzt intellektuell einleuchtet oder ob es installiert ist, nenne ich das. Ja. Wenn das installiert ist, lächelst du bloß. Dann hast du das Lachen des Buddhas. Dann hast du deinen Seelenfrieden gefunden. Du musst irgendwann einmal für dich selber als Protagonist deine Logik verlassen. Dass ich sage immer einfach, lass es doch so, schau, was jetzt da ist, es ist. Dann schaust du, wie du werdest. Das kann auch qualitativ, dass du sagst, das ist schön. Alles, was schön ist, ist für einen anderen hässlich. Mein Nacktmullweibchen, die Nacktmullweibchen. Ja. Das liegt doch im Auge des Betrachters. Das ist das Sprichwort, das liegt im Auge des Betrachters. Mhm. Da steckt der Achter schon mit drin. Acht ist weibliche Eins, das ist deines Intellekts. Das jedes Wort erkläre ich dir, wenn du mir bloß ein Wort gibst, egal in welcher Sprache. Ich bin zu Beginn, dass ich sage, wenn du jetzt in die Welt der Sounds gehst, der Klänge ist, muss dir klar sein, dass egal in welcher Sprache, und ich sage auch, die Tiersprache gehören dazu. Das Miau, das Wow. Doppelt aufgespannte Schöpfung, die anfängt zu schwingen. Das ist das Wow. Das macht ja der Hund. Hunde ist Hunde, Unda. Das ist übrigens Kol Leb auf Hebräisch. Das heißt, wie das Herz lebt, wiederum Leb, Löwe, habe ich gerade gesagt. Das ist alle Sprachen, wenn was gleich klingt, wenn irgendwas gleich klingt, dann hat es miteinander zu tun. Jetzt musst du die Lautwandlungen, wie man das nennt, zum Beispiel, Musterbeispiel ist immer das A, B, C. Was wir C nennen, ist Aleph, Bet, Gamma. Alpha, Beta, Gamma. Du
Du merkst schon, das G und das C ist einmal der dritte Buchstabe. Da haben wir jetzt schon einmal eine Verbindung, die klar ist. Geh mir in das Lateinische als C, wirst du feststellen in den Umschriften, dass das auf der K ist. Mhm. Das Fakten, da steht der C. Mhm. Das Zentrum, da steht der C. Ein G. Das ist, dass du die Buchstaben musst du schon mal wieder ein bisschen auf die Seite schieben. Jetzt kann aber das Kentron im Griechischen dann, was zum Zentrum wird, durch das C eben, dass wir das auch als K aussprechen, kann man dieses K und das G, merke ich, das ist ja eigentlich in der Entstehung des Lautes auf meinen Körper bezogen, ist es ja, ja. Eigentlich wird an derselben Stelle erzeugt, das ist nur einmal hart und einmal weich. Mhm. Mhm. Weich ist es G, aber das ist ja wie ich. Doppelt aufgespannte Energie ist E Quadrat, das bin ich und ich. Das ist ja C und I, C H. Das ist es. G, weich ausgesprochen, SC, Geschwindigkeit, das ist das Licht. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, es ist, ich glaube, ich werde es nie verstehen, oder? Es wird immer so, dass du glaubst, dass es ist. Du hast es schon verstanden, du musst dich bloß wieder erinnern. Und es kommt aus dem Lernen, dass ich die Möglichkeit habe, dass du jetzt, nicht morgen früh, du kannst, wenn du wach wirst, kannst du bloß jetzt wach werden. Dass du jetzt wach wirst, dann hast du einen Zugriff in deinem Kopf, so wie wenn jetzt in deinem Kopf Handy wäre mit einem Internetzugang. Und alles, was du jetzt als Brösel eingeben musst und suchen musst im Internet, ist in dir schon automatisch drin, ohne dass du ein Handy anfasst. Dann weißt du ungefähr, wie das im Udo sich abspielt. Und ich bin der Einzige, der das bei dir veranlassen kann, wenn du die Reife dazu hast, dass du anfängst, dich für dich selbst, für uns und für Weltschöpfung zu interessieren. Aber du wirst es nie erleben, wenn jetzt im Hinterkopf dann irgendwie das Gefühl von einer ausgedachten Sicherheit ist und du dich groß machst, über andere Menschen erhebst, dich besser machst und meinst, du müsstest die Welt retten damit. Schau mal, wenn du jetzt das Wissen hast, ich sage jetzt, ich schalte es in dir frei, wem willst du das geben, weil du bist ja nach wie vor dann noch derselbe Brösel. Willst du dann eine politische Partei gründen oder mir sagen, wem willst du das erzählen, wen nutzt jetzt von den von dir ausgedachten Menschen, wo du meinst, die müssten das wissen, weil du denkst dir jetzt welche aus, wo du meinst, die wären in der Lage, die Welt zu verändern. Als wenn Gedanken, die du denkst, in der Lage wären, die Welt zu verändern. Mhm. Den polaren Rand. Mhm. Das kann nur der, der immer ist. Mhm. Muss dann Glauben verändern. Aber ich mache mal ganz abstrakt, wir sagen mal, das wäre jetzt ein super tolles Wissen. Du denkst dir jetzt Autoritäten aus, die eine gewisse Macht haben, ob das Politiker sind oder sonst wer. Oder Superreiche, vielleicht sagst du, die Superreichen haben die Macht. Wenn jetzt die Reichen, wenn ich einen einzigen Superreichen, Bill Gates, der nicht anfängt, hier das Gift in die Leute reinzuspritzen, denke ich mir jetzt nochmal so aus. Ich vertrete jetzt nicht die Meinung von denen, die das glauben. Das ist für mich nur Gedanken. Wenn der jetzt diese Milliarden und vielleicht noch der von Emerson und der Tesla, wenn die 30 zusammen tun, der Bill Gates, der Tesla-Boss, und die wissen jetzt Holo-Feeling. Mit ihrem Geld können die doch die Menschen klar machen, dass wir in einer Lüge leben. Aber jetzt pass auf, jetzt bleib wieder abstrakt. Du hast wieder bloß Worte gehört. Cut. Mhm. Ja. Du willst Gedanken von dir davon überzeugen, dass sie in einer Lüge leben, die doch letztendlich du dir selber einredest. Mhm. Nee, du musst der Erste werden. Du musst der Erste werden, der das mit einem Lächeln quittiert wie einen spannenden Kinofilm, wo du rausgehst und sagst, verdammt nochmal, war das jetzt ein scheiß geiler Film. Hochinteressant. Ohne das zu werden, ob es ein Krimi, eine Komödie oder sonst, es ist all diese, ich sage in der Belletristik, ob das Dramen sind, ob das Komödien, Kriegsfilme, Horrorfilme sind, du kannst, wenn du ein breites Wahrnehmungsspektrum hast, kannst du all diese verschiedenen Gattungen von Filmen hochinteressant empfinden und du gehst aus dem Kino raus und sagst, war das jetzt ein scheißgeiler Film. Das heißt dazu komischerweise, dass die Qualität nichts zu tun hat, ob das ein Kriegsfilm ist, ein Horrorfilm oder ein Kriegsfilm ist. Ja, es ist so. Genau so ist es. Oder eine faszinierende, ich denke jetzt an einen Volker, der fasziniert ist oft von mathematischen, arithmetischen Vorlesungen. Hm. Wo er sagt, das ist für mich teilweise viel spannender, wie wenn ich ein Krimi anschaue. Auch das Solo-Feeling, jedes Wörterbuch. Du musst dich jetzt einmal mit dem Diana-Programm unterhalten, wie spannend für die Wörterbücher sind. Der Gematrie-Explorer, eine Reise, die Bücher, wo du geschrieben hast, ich habe dich so oft erwähnt jetzt als Figur in dem Traum, wo du sagst, was das mit den Menschen macht. Wenn ich das schreibe, ist mir voll wurscht, was das mit mir gemacht hat. Deine ersten Bücher sich hinsetzen und einfach jedes Wort etwas genauer anschauen, obwohl du ja dieses Wissen noch gar nicht hattest, du kannst ja nachschauen.
Das ist meine Metapher, dass du, wenn du in eine Prüfung gehst, in deiner Traumwelt, du darfst einen Taschenrechner mitnehmen und das Wörterbuch. Du musst das nicht merken. Oder die Formelsammlungen, wenn du Physik studierst. Das verlangt keiner. Was ich von mir wünsche, dass du jetzt dir zuerst einmal aneignest, wo du nachschauen musst und wie man das macht, dass man aus einem und demselben Wort was ganz was anderes, eine ganz andere Vorstellung in seinem Kopf aufbaut. Das passiert mit Holofeeling. Das heißt, dass jedes Wort, wo du liest, kannst du komplett andere Vorstellungen aufbauen. Und dann wird halt aus dem Rudolf Steiner ist plötzlich der Kopf des Udo LF. Und das, dieses Bewusstsein, das immer ist, SD, ist ein Er, das ist ein nicht existierender Erwachter. Mhm. Das ist übrigens auch ein Leben von mir gewesen, wo ich gelebt habe. Ein Riesenkomplex des Rudolf Steiner. Das sind ja alle. Das ist alles, alle jeder Einzelne. Das Verrückte ist, jetzt sagst du, ja, aber was bin ich, wer bin ich schon? Du bist zuerst einmal den, der sich all diese gescheiten und dummen Menschen ausdenkt. Genau. Und jeder dieser Menschen beginnt hier und jetzt zu in dir selbst zu existieren. Ein Udo Petscher, genauso wie eine Diana Oberhändle, genauso wie ein Einstein und ein Hitler, wie ein Sokrates, ein Heisenberg, ein Max Planck, all die existieren in dem Moment, wo du sie denkst und du wirst sie nur denken können, wenn die auf deinem Programm drauf sind. Und jetzt mit Allgemeinbildung, was du zwar, Heisenberg ist ein Physiker gewesen und Einstein war ein Physiker, das war es aber dann eigentlich schon. Mhm. Aber was du dann angeblich hundertprozentig sicher weißt, dass das ein ganz Gescheiter war. Das gilt jetzt für alles. Und der Hitler war ein Satan. Es wird für dich, jedes Ding, das du erschaffst, wird so sein, wie du es denkst. Das ist jetzt doch ein ganz einfaches Deutsch. Und ich betone, das ist hundertprozentig sicher. Und was deine Logik hier suggeriert, was für dich ein bis dato ausgedachtes Leben lang als hundertprozentig sicher erschienen ist, ist zu 99,99999 und jetzt kannst du ein paar Stunden neun dran denken, nur Selbstlügen, geistlos nachgeäfftes Zeug, die Welt deiner Lesch, deiner Professoren. Nein, es ist wirklich, ist aber keine Schutzzuweisung. Genau. Es ist, du magst jetzt die Extreme, umso mehr du einen bewundert hast, umso mehr erkennst du, dass das geistlose Schwätzer sind. Und umso mehr du einen verteufelt hast, umso mehr erkennst du, dass das Meilensteine waren in der Menschheitsgeschichte. Mhm. Die Geschichte, die du dir denkst, die du nachäffst. Jeder Einzelne äfft nach. Ich sage nochmal, ein Nachrichtensprecher, egal, an jeder Diskussion, die ganzen Ärzte, auch die Schulmedizin. Es ist ein Programm. Ein Mensch, ein Adam, ist kein Säugetier. Und alles, was du dir in einen Körper hineindenkst, ist das, was man vorher in dich einprogrammiert hat. Wenn ich jetzt das Schwammbeispiel mache, du saugst die doch nur voll. Wenn ich sage, hätte man die in der Schule in irgendeinem Haus was anderes erzählt, würdest du komplett andere Sachen denken. Du bist der Computer. Das ist wirklich. Das ist meine Schwammmetapher. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn du Geist bist, kannst du dir das bewusst machen. Und dann wirst du plötzlich merken, warum benutze ich bloß ein Programm, wenn ich tausend andere habe. Wieso schreibe ich bloß primitiv mit einem Editor, wenn ich ein PDF oder Word aufmachen kann? Ja. Oder LibreOffice. Und jetzt haben wir schon wieder LibreOffice, Word, PDF. Ich mache mit diesen drei Programmen absolut den gleichen Ausdruck. Mhm. Wenn du die Dateistruktur anschaust, hast du komplett unterschiedliche Programme. Mhm. Das sind jetzt unterschiedliche Sprachen. Mhm. Ich kann mit denselben Sprachen, wenn ich die umsetze, und jetzt wirst du merken, dass Sprachen unterschiedlich komplex sind. Dass es Sprachen gibt, die eigentlich gar keine Sprachen sind, wenn ich die in die Schrift umsetze. Was ich immer sage, das klassische Hebräisch, wo du dir denkst, für dich ist es so unheimlich normal, wenn du jetzt an Israelis denkst, die ihre Tageszeitung lesen, oder an Chinesen, die ihre Tageszeitung lesen. Das sind zuerst einmal Gedanken. Das sind nur Gedanken. Gedanken kannst du dir denken, dass das Menschen sind, die etwas lesen, aber die Gedanken kriegen das nicht mit, was sie angeblich machen, was du dir denkst, dass sie machen. Du kannst eine chinesische Tageszeitung nicht lesen, so wie du das Deutsche liest. Oder eine israelische, die ist nicht punktiert. Mhm. Jetzt, wenn ich gehe, aber ich kann die doch mit der Maschine übersetzen. Ja, Programm, alles Programm, aber Programm weiß nicht, was es macht. Es ist der erste Schritt, den du akzeptieren musst, ist das erste und das zweite Gebot halten. Du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir denkst, und egal, was du denkst, es beginnt in dem Moment in dir zu existieren, wenn du es denkst. Punkt. Wenn du an eine Maschine denkst, wird die so funktionieren, wie du die denkst, dass sie funktioniert. Das gilt auch für die Sprache und einen menschlichen Körper, wenn du dir denkst, weil ein menschlicher Körper nichts anderes ist wie eine Maschine oder ein Computer.
Soll ich nochmal sagen? Körper ist gleich Gehäuse, Gehirn ist gleich Computerchip. Intellekt, den du dir ausdenkst, ist gleich Daten und Programme, Software. Es sind alles ausgedachte Sachen. Du musst erst einmal verstehen, was das Nicht-Existierende ist, das Ewige ist, was Gott ist, was Geist ist, was Energie ist, was Licht ist. Alles rot gelesen. Da gibt es eine ganz einfache Antwort, die besteht aus drei Buchstaben. Ich. Ich. Das ist das Spiel des ewigen Lebens. Darum ist Solo Feeling ein riesengroßes Geschenk, aber bloß für jemanden, der gar nicht existiert. Genau. Das ist so geil. Wie war das nochmal? Im letzten Selbstgespräch, du denkst dich jetzt einmal als Brösel und du bist in dem Moment ein zu Form gewordener Brösel in dir, die Form. Form im letzten Selbstgespräch. Du bist ein zu Form gewordener Brösel, der glaubt jetzt, der befindet sich in einem Raum, wobei du dich jetzt in einen Traum reindenkst und du um dich herum dich einhüllst mit diesem Raum. Du bist Form in einem Raum, in einem Traum. Und jetzt stellst du dich in deinem Traum, Form, der zu Form gewordene Brösel, hin und stellst dich vor einen Spiegel und spuckst dir selbst ins Gesicht. Ja. Und dann wirst du passieren, dass du den, der jetzt hinterm Spiegel ist, gar nicht treffen kannst, weil der genau genommen im Spiegel ist. Ja, genau. Das heißt, in dem Moment, wo du versuchst, dein Spiegelbild anzuspucken, triffst du den, der du wirklich bist. Weil ist. Das ist ja nur eine Illusion. Du triffst genau. Den Rai, den Kopf des Schöpfergottes, und dann zappert es runter. Genau. Weil jetzt müssen wir das spiegeln. Du meinst, du bist immer der Spiegel und der dahinter ist ja nur, wenn ich in mir ausdenke. Nein, der im Spiegel, im Rai, ist im Meer. Genau. Und der vorm Spiegel ist nur, wenn er gedacht wird, in den Raum hineingedacht wird, in den Traum hineingedacht wird. Ja. Merkst du, jetzt mache ich wieder eine Erklärung, wo mir jetzt diese ganze Worte nochmal vorm Spiegel, die Form, die du wieder das ausdenkst. Übrigens, FOR ist auf Zeichen gelesen, in Zahlen ist das 80, 6, 200. Ja. Jetzt sind wir wieder bei dem Wort los. Mhm. Du machst dich selbst in dir los und das ist das Wort für Schicksal. Du schickst dich selber in deine Traumwelt hinein und verwechselst dich mit dieser Figur, was aber alles immer nur in einem ständigen Wechsel in dir selber abläuft. Das, was ich jetzt in ganz einfachen Worten erklärt habe, übrigens rechts hinter dir ist der rote Krishna. Ja, das ist keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Und es bleiben Figuren für dich, Geist, den ich das jetzt erzähle, sind es einfach nur vergängliche Erscheinungen. Du warst schon da, bevor du das erste Mal an einen Udo Petscher, an einen Redo, an eine Diana gedacht hast. Und das Verrückte ist, du warst auch schon da, bevor du das erste Mal an den gedacht hast, an den du jetzt denkst, wenn du an dich denkst. Du wirst auch noch dann da sein, du Geist, den ich das erzähle, wenn da kein Hauch mehr von Erinnerung ist an den du jetzt denkst, wenn du an dich denkst. Ja. Es sind wie zurückgestellte Bücher. Der Bücherregal, die aber schon gelesen sind. Und was dann das Nächste ist auf der nächsten Ebene, dass du, so wie du dich jetzt an gestern oder vorgestern oder an deine Schulzeit erinnerst, innerhalb des Buches, wenn du zurückblätterst, blätter ich innerhalb des Bücherregals, ziehe ich andere Bücher raus. Ja. Ich war Einstein und ich war all die ganzen Sachen, alle die du dir gar nicht vorstellen kannst, aber viel schlimmer ist, du bist ich. Egal wer du jetzt, welches Buch, welche Rolle du spielst, du bist in dem Moment, wo du das durchhast, für einen Moment wieder der vom Bücherregal, dass ich ein nächstes Buch rauszieht. Und die Chronologie besteht nicht in Jahreszahlen, weil nämlich alle Zahlen immer gleichzeitig da sind. Ja. Du musst das unbewusste chronologische Denken überwinden. Man merkt jetzt, dass die Sachen nicht neu sind. Das sind viele, ich zeige dir jetzt all die Vorlesungen, die ich vor 20 Jahren gehalten habe, habe ich neu zu dieselben Worte gesprochen. Ja. Natürlich noch nicht in der Computermetapher, weil damals die Computer noch nicht so weit waren. Ja. Aber sehr hinweist. Und wenn ich jetzt in meine Lobbyorientierungen reingehe, dann, wenn ich von Gehirntraum rede, wir können da gerne mal reinlegen, dann setze ich das um, dann wirst du feststellen, habe ich das auch schon erklärt, aber zu einer Zeit, wo rein im chronologischen Aufbau unseres Turmes wieder, der Turm zur Babel, haben wir ja auch eine rote Seite. Dur heißt ja, die Reihe, die Spiegelwand. Die Reihe. Immer der Kopf des Schöpfergottes. Dass hier ich auch das schon erklärt habe, aber wie erkläre ich dieses Phänomen, wenn du noch nicht installiert hast, dass es wie ein Computer funktioniert?
Da habe ich sehr ausweichend, darum habe ich das immer wieder erweitert. Und die Computer, wie du sie jetzt denkst, und die Handys, die Smartphones, ist übrigens SM. Ich meine jetzt nicht Sadomaso, sondern Smart, SM ist Dog. Du kannst nämlich immer wieder unser Charme, kann man auch links punktieren. Kann man alles erfinden, ja. Das ist dieses Spiel, diese Sache, die Vielfalt. Oder Medikament. So, du dich ständig nicht an einseitige Regeln zu halten. Das ist das Hauptproblem. Ich sage, erfinde neue Regeln, das passiert mit Holofeeling. Ich erfinde neue Regeln und zigfach weise ich auf Du bist ich, auf das Femen-Zitat, dass die Wissenschaft in einer totalen Sackgasse ist. Es ist nur noch kommerziell. Es ist eine unendliche Verlogenheit. Ich habe jetzt ein kleines Beispiel. Diese Demokratie, freie Meinungsäußerung, ist ein einziger Witz. Die Gerechtigkeit in deiner Demokratie, pass auf, mach dir einfach Gedanken. Ich spreche nur mal Sachen an. Ich kritisiere übrigens nicht das, was ich selber erschaffen habe, die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Dir soll dir eins klar sein, wenn du jetzt wegen irgendwas angeklagt wirst und wenn es bloß welcher Scheidungsrecht ist. Was du letztendlich, ob du bestraft wirst oder freigesprochen wirst oder wie hoch deine Strafe ist, kann ja auch jetzt irgendein finanztechnischer Scheidungsprozess sein, steht und fällt wie gut der Anwalt ist, den du dir leisten kannst. Ja. Das heißt, das Geld, das du in einen Anwalt investierst, ist extrem, absolut extrem davon abhängig, ob du überhaupt verurteilt wirst und wie viel du zahlen musst oder nicht zahlen musst oder kriegst. Ausgezahlt bekommst. Ja. Was ist, höre ich nicht laufen, alle sind vor dem Gesetz gleich. Ja. Vor meinem Gesetz sind alle gleich. Durch die Bank, ohne Wenn und Aber. Da kannst du dich noch so scheinheilig gebärden. Ich verweise wieder auf den Calvinismus. Du kannst der beste und liebste Mensch der Welt sein. Ein Franz von Assisi, eine Mutter Teresa sein. Das bestimmt nicht, ob der, den du dir jetzt ausdenkst, in den Himmel oder in die Hölle kommt. Das lehrt der Calvinismus. Jede Lehre hat was, einen guten Kern. Ich sage, alle, die du dir ausdenkst, da kommt weder irgendeiner in den Himmel noch in die Hölle. Sie gehen dahin, wo sie hergekommen sind. Nämlich, du denkst sie dir aus und die fallen wieder in dich rein in dem Moment, wo du sie nicht denkst. Du bist der Gott für die ganze Welt. Du bestimmst auch dann, ob die gut oder schlecht sind. Und dann drehe ich das, mein altes Franz von Assisi-Beispiel, der größte Egoist, der jemals rumgelaufen ist. Von wegen Altruismus. Weil wie krank muss einer leiden, wie sehr muss einer leiden im Angesicht von leidenden Menschen? Ich komme jetzt dann zu Ende. Dass er praktisch im Seitenkissen in einem reichen Elternhaus alles, ihm wird der Arsch geschmiert und er begibt sich in Sack und Asche, weil er lieber die Leidenden, die Armen pflegt und der Vater schmeißt ihn dann aus seinem Schloss raus. Weil offensichtlich das Leid, diese leidenden Menschen sehen zu müssen, in ihm größer wiegt, wie das Leid dann selber sich in Sack und Asche zu hüllen. Das ist der Archetyp eines Gutmenschen. Die ganzen normalen Gutmenschen, das ist es. Wir frieren für den Frieden. Genau. Das ist doch nicht, was Frieden bedeutet. Wir frieren und wir hungern für den Frieden. Für was? Um irgendwelche Menschen, die leiden, die sie sich jetzt ausdenken, sehr einseitig ausdenken. Nur Gedanken, hundertprozentig sicher jetzt nur Gedanken. Und der Witz ist auch immer noch das Verwirklichen. Ja. Dass ich nochmals auch alles, was du im Liebsten glaubst, dass da außen ist, kannst du auch realisieren. Aber nur das, was du glaubst, das ist. Meine Hühnerfarbe. Ja. Und die Waage, dieses Spiel, wenn du der absolute Mittelpunkt bist, gibt es keinen Radius mehr. Ein Punkt ist ein Punkt. Gibt keine Geschwindigkeit. Dann heben sich die guten Menschen auf und die Bösen plötzlich sind gar nicht die Bösen, es sind die Befreier. Ich bringe dir das Schwert. Es wird für dich so sein, wie du glaubst, dass es ist, und um solch dreht es das dann mal um 180 Grad. Das ist einmal das, die allerwichtigste Erkenntnis überhaupt und du hast ja nichts zu tun, ganz im Gegenteil, du darfst nicht einmal was tun. Das, was du magst, ist das, du schaust, was jetzt da ist. Es ist. Mehr ist nicht. GE-Quadrat ist Geist. Ist. Ja. Es ist. Alles, was ist, ist. Das sind, und wenn das wechselt, sind das Facetten von dem, der alles ist. Holofeeling. Und jetzt kommen die Wertungen. Dann schaust du dir die Wertungen an. Deine eigenen, die du mit deinem Programm machst und die anderen Programme, die auftauchen, die Wertesysteme, die schaust du dir auch an. Und mehr geht's gar nicht. Und dann machst du dir das bewusst.
was die Ursache ist von Leid. Du. Ich habe jetzt gesagt, ich bin ein absolut gerechter Richter. Dass, wenn du dir eine leiden denkst, weil du die erschaffst, ich sorge dafür, dass die, die du dir ausdenkst, nicht leiden müssen. Ja. Weil Gedanken von dir nicht leiden müssen. Ja. Den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Und deine Richtersprüche sind dann, die verstrecke ich an dir selber. Du leidest, weil du mit jemandem mitleidest. Mhm. Wir können das natürlich auch umdrehen, wenn ich immer wieder mein uraltes, erinnere dich an all die Selbstgespräche, wenn ich sage, wieso spendest du jetzt? Komm mal wieder auf Weihnachten, du wirst dich wundern, du wirst mit Werbung wieder zugeschüttet, ja, ohne Ende, dass du spendest als für dieses oder jenes. Das ist teilweise so pervers und so schizophren. Ja. Es dreht sich immer um Geld oder geh jetzt in die Höhle der Löwen. Ja. Die wollen alle Gutes tun, aber zuerst einmal, was die wollen, ist Kohle verdienen. Sonst wird es ja ein Bitch. Wir machen jetzt ein Bitch. Kohle, Kohle, Geld, 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 Geld. Verlogenheit, jetzt zum Beispiel die Corona-Sache. Jeder, der hier beide Seiten gleichzeitig anschaut, der wird merken, wo im Argen liegt. Aber es ist jetzt deine seriöse Presse, die eigentlich nur in einem vor dir erklären kann, wie seriös die sind, und hör ja nicht auf irgendwelche andere, die manipulieren dich. Die manipulieren dich gebetsmannhaft, behind the Matrix, gebetsmannhaft die Manipulation. Ein Bundeskanzler, der sich hinstellt, nicht mehr demonstrieren, ihr geht ja auf die Rechtsstaatlichkeit. Rechts ist Recht, ist richtig. In Almena, mein Spruch, ich sage ich, ja. JCH, ich bin der rechtsradikalste Mensch. National. Der rechtsradikalste Nationalsozialist, der jemals auf deinen Erdboden rumgelaufen ist, in deinem Traum sich bewegt hat. Ich bin die richtige Wurzel zur Geburt der absoluten Brüderlichkeit. Absolut, ja. Aber ich rede von einer Brüderlichkeit von Geist zu Geist. Auf der roten Ebene. Ich sage zu jedem Leser, der jetzt in einem Buch drin steckt und sich mit einer Figur verwechselt, dass er eigentlich ich ist. Das sind meine Geistesfunktionen. Weil ich derjenige bin, der die Bücher liest, bloß dass ich nicht in die Vergessenheit gehe. Genau. Um dir das zu sagen, weil wir ja eh eins sind und eins ist kein Unterschied, da mache ich uns zu einem Unterschied. Da ist jetzt der UB in Blau auf gespanntes Wissen und du selbst. Ja. Dann kannst du dich ja mal anschauen, was in der Norm drin steckt. Ich kann mich erinnern mit der Ariane, die hat einmal gesagt, was bedeutet mein Name? Und so, ich lerne halt einfach das Aufwecken. Ich höre, was denn wir jetzt Bröselgeschichte, wie viele Tausende von Menschen mich schon angeschrieben haben und sagen, kannst du meinen Namen auffächern? Ich sage, ja. Ja, magst du das für mich? Sag ich, nein. Nein. Lenis. Ich mache kleine, auch in alten Gesprächen, meine Ariane. Ari. Die hat angefangen, dann ist es ungefähr halbe DIN A4 Seite. Dann hat sie im Laufe der Jahre, wo die Vatersprache in ihr gewachsen ist, irgendwann, ich weiß nicht, bei welchen Seiten sie dann aufgehört hat, weil es ist jeder Name, wie jedes Wort, sage ich, kannst du ein 400-Seiten-Buch draus machen. Und du wirst immer mehr in diesen Kontext reinglitschen. Und was jetzt wichtig ist, mein Kabelsteckerbeispiel vom Automobile, vom Selbstbeweger, vom Auto. Was ist wichtiger zum Autofahren? Ja. Abel, sei, bist du wieder Abel. Abel ist ja, Hebel ist ja nichts. Mhm. Was ist wichtiger, das Nichts, dass sich was ausdenkt oder das Ausgedachte? Genau. Wie ich dick ist der, der sich's ausdenkt, der ist aber nichts. Also ist was Ausgedachtes nie so wie ich dick, wie der, der sich's ausdenkt, wenn ich weiß, was ich bin. Mhm. Ja. Also lern doch einfach das Auffächern und du wirst Wunder erleben. Du wirst einen vollkommen neuen, roten Menschen in dir erleben, wenn du weißt, was es ist. Das gilt für jeden Namen. Und dann schlussendlich hat es gar nichts mehr mit dem Namen zu zum tun. Zum Beispiel jetzt die Brösel auftauchen. Nochmal, es geht nicht um die Brösel. Ich habe zuerst einmal mein Holgerchen. H-Oll heißt wie hochgehoben, wie ein Joch. Joch, ja. Und GR ist einmal zuerst blau gelesen, die Gehirnberechnungen ist ein Reisender. Rei, der schaut im Spiegel seine Spiegelungen an. Das ist Holger. Nachname ist K-Al-Us. Mhm. Jetzt kann ich das Us natürlich blau machen auf gespannte Raumzeit und ich kann verbundenes sein, aber alles wie Gott, wie nichts. Das ist der Abel. Das alles ist übrigens unser. Aber da wird jetzt zu weiterführen. Dann habe ich mal einen Folger. Mhm. Das ist V-Oll. Mhm. Das sind lauter diese Namen und da brauchen wir aber die Nachnamen dazu. Und das Ganze ist jetzt im alten Hebräisch, wenn man jetzt wieder in die Kabbalistik reingeht. Auch die Kabbalisten, die kabbalistische Ebene ist auch nur ein winzig kleiner Teil. Ich wiederhole nochmal und dann lassen wir es wirklich gut sein, wenn es früher immer, wo die ersten ein bisschen mit Hebräisch anfangen, jetzt wie die Liliane. Rustan Kastner, der schreibt ja alles vom Weinreb ab. Ich habe dann immer wieder gesagt, pass auf, der Brösel stammt vom Brot ab und nicht das Brot vom Brösel. Ja.
Beirut heißt im Adam ist der Geist Gottes, der sich in seinem eigenen Beilet, im eigenen Kinde einhüllt. Und jetzt ist es Weinrebe, ist gigantisch. Aber da haben wir schon wieder wie ein. Ist jetzt das nicht existierend oder ein Augenblick? Das hängt davon ab, ob man den Wein ist mit I, mit 1 oder mit 70 schreiben. 70 schreiben, ja. Aber wenn man das Wort Wein dann wieder hebräisch nimmt, man schreibt sich das J, J, nun. Mhm. Zwei J's. Mhm. J. Ich und ich. Mhm. Ein einziges Endnun, eine einzige Existenz. Mhm. Jetzt muss man das System verstanden haben. Mhm. Es wird jedes Wort in allen Sprachen der Welt, und das geht nicht nochmal drum. Mir geht es darum, du musst wissen, was du bist und was deine Gedanken sind. Und wenn du das wirklich weißt, nicht, dass dir das jetzt logisch erscheint, dann hast du vor nichts und niemandem mehr Angst. Weil was ist das für ein Geist, der Angst hat vor einem Gedanken, den er selber denkt? Du regst dich auch über keine Deppen mehr auf, sondern ich denke mir meine Deppen bewusst aus. Bewusst. Weil nur gescheite Menschen sind langweilig. Das ist wirklich so. Gott ist ein Spaßvogel. Es ist doch ein Witzfigurenkabinett, was du zurzeit hast, was die Elite deiner Welt ist. Lass uns hinsetzen, lass uns 5, 6 Vorlesungen oder Videos vom Lesch anschauen. Ich kann jetzt den Namen austauschen. Ich bringe doch die Beispiele. Hier, das oder unser Gassner, das ist ein Photon im Flug. Flug, Flug, Flug. Ein Photon im Flug. Und dann klotzt da auf einem Monitor, aber was du siehst, ist auch bloß ein Monitor. Das ist der Gassner. Das ist genauso wenig ein Mensch, Trockennasenaffe, wie dieses Photon im Flug auf seinem Monitor, auf dem Monitor, auf dem Monitor. Traum in Traum in Traum in Traum. Genau. Also du gehst jetzt erst einmal raus, wenn dir bewusst wird, das ist ja gar nicht der Gassner. Genau. Den kannst du dann auch materialisieren, ja, aber ich kann doch das, die Adresse ausfindig machen und hinfahren, und wenn er noch lebt, so ja, wenn du glaubst, dass das da außen so ist, kannst du das auch realisieren. Das macht aber keinen Sinn. Du kannst den Griech materialisieren. Du kriegst den von mir, glaube es mir, umso mehr Angst du hast, werde ich den in dir auftauchen lassen. Du hast das, was du hast. Hassen ist abtrennen, wegstoßen ist haben. Mhm. Die Wahrnehmung einer polaren Existenz, wo du aber bloß eine Seite anschaust. Mhm. Solange du vor was Angst hast, denkst du an das, wovor du Angst hast. Und solange du etwas nicht haben willst, denkst du an das, was du nicht ständig haben willst. Ja. Das, was dir vollkommen gleichgültig ist, ist gar nicht da. Und wenn es auftaucht, ist sofort wieder weg. Ja. Ein Beispiel, blätter Tageszeitung durch. Einfach nur die Artikel. Ja. Das sind so viele Artikel, wo du danach gar nicht mehr, eine Minute später gar nicht mehr weißt, was es war. Aber du hast in dem Aufblitzen, wenn du denn in den Fokus, denkst wir an unsere Tastatur, die Tasten sind verschiedene Artikel oder Kleinanzeigen. Ja. Du rauschst da drüber. Und dann muss dir klar sein, dass für einen kleinen Moment ja was da ist. Aber wirklich, der Moment ist nichts, das fällt sofort wieder zusammen, außer du reagierst. Ja. Entweder positiv oder negativ, dann bleibt er stehen. Das hältst du fest. Du hältst das fest, was du nicht loslassen willst, wird sich wiederholen. Das, was du loshaben willst, wird sich genauso wiederholen. Mhm. Das ist das Spiel in 4 Phasen. Mhm. Jetzt kommt das Problem mit deinem eigenen Körper. Der wiederholt sich immer wieder, weil du nicht loslassen willst. Dadurch bleibst du in dem Buch gefangen. Wie in einem Videospiel, wo du die Aufgaben nicht lösen kannst. Wenn du mal GDA spitzt, wenn du eine Aufgabe nicht löst, mach das Cut und dann stirbst du. Aber der Witz ist, du fängst genau vor dem Problem wieder an und darfst die ganze Zeit wieder durchspitzen. Jeder Videospieler kennt es. Wie Deo übrigens ist schon in einem gewissen Maß Deus wie Gott. Deus, genau. Ein unreifer Gott, ein unbewusster Gott. Mhm. Du wiederholst und wiederholst und wiederholst. Shin und Hi, wieso heißt jetzt das hebräische Wort für wiederholen auch schlafen? Ja. Lernen. Und ja. Aber das Ja ist natürlich, ja, weil die Jahre sich wiederholen. Nee, das ist ein göttlicher Schöpfer und ein Haar, eine wahrgenommene Berechnung. Was sich wiederholt, sind deine Berechnungen, weil du die Lösung noch nicht gefunden hast. Genau. Die Lösung kriegst du mit Holophile. Naja, es ist ein saugeniales System, es ist unfassbar, wirklich. Und es macht dann sprachlos, aber es bleibt was Intimes, nochmal intim, in time, sagen wir Zeit, aber jetzt Zeit als Ad, als Zeitpunkte. Nochmal, der Punkt hat keine Radien. Ja. Der Radius entsteht erst mit einer Ausdehnung. Genau. Diese Radix, das Rad, die Radix, Lautwandlung, berechnet. T, haben wir gerade gehabt mit dem G und mit dem K, dann kriegst du den Rad,
Die Ratio, die Berechnung hat immer was mit dem Radius, mit dem Blickwinkel zu tun. Ja. Weil die Berechnung, weil du dich in deine Blickwinkel, in dieser Struktur in verschiedene Winkel reinwickelst und wenn ich was, jeder Punkt auf einer Sphäre, wenn ich mir jetzt um mich herum eine symbolische Kugel denke, hat die Kugel eine Oberfläche. Mhm. Die Oberfläche von einer Wasserkugel ist unsere Gnede, ist HGL, mhm. die Welle, Kugel, mhm. Kegel. Mhm. Die Kugel ist ein Unendlichkreis. Wieso? Mein Unendlichkreis habe ich zigfach erklärt. Weil sobald du dir einen Punkt denkst, braucht man etwas, was nicht Punkt ist und das symbolisieren wir mit zwei Seiten. Ja. Wenn wir das jetzt dreidimensional denken, vorhergehendes Selbstgespräch, war das ja ein Dreieck. Darum ist auch in der Optik verhält sich eine verspiegelte Halbkugel genauso wie das sogenannte Katzenauge. Ja, Katzenauge, ja. Das sind jetzt alles physikalische Begriffe, wenn dir die Grundlagen fehlen, dann sagst du, ich sage, okay, das ist alles okay. Ein Kind, das in die Hosen kackt, ist noch nicht reif. Es ist nicht krank oder was? Du musst einfach akzeptieren, dass du Geist, auf den Geist bezogen, selbst wenn du jetzt ein Professor, Doktor sowieso bist, einen Nobelpreis hast, dass du ein komplett, solange du materialistisch, logisch, einseitig bist oder religiös, logisch, einseitig bist, bist du ein komplett kleingeistiger Hosenscheißer. Du siehst es, weil du vor was Angst hast. Angst, was zu verlieren, du kannst nichts verlieren. Es ist entweder ausgedacht oder es kommt wieder zurück. Das sind ganz einfache Worte und kannst du sofort überprüfen. Gut, du weißt nicht, wo deine Gedanken herkommen und wo sie hingehen. Ich sage doch, mit Holofeeling weißt du es. Du weißt es in dem Moment, wo du sagst, jetzt bin ich bewusst ausgedacht, kein Trockennasenaffe mehr, sondern ein träumender Geist. Ja. Den Hintergrund muss ich die Worte verstanden haben. Dann kommen die aus mir, wenn sie in mir auftauchen und sie fallen wieder in mich rein mit dem nächsten Gedanken. Und das ist jetzt, wo wir die Seite wechseln. Das letzte Selbstgespräch. Klingelingeling Beispiel. Da außen ist eine Welt. Erste, dein jetziger Glaube bis dato. Dort ist das Wissen. Das Wissen. Sein Wissen, wenn ich dato schreibe, ist immer wieder so eine Sache, die da denn. Du in dir trägst, sind dein Wissen. Das sind die gewussten Existenzen, Öffnungen von Erscheinungen oder geschlossen immer sein. Mhm. Die Daten, die wir uns jetzt ausdenken, sind was Existierendes. Wir können das D, das A reinschieben als 70. Das geöffnete Schöpfung ist mit 70 gelesen ein geöffneter Augenblick. Mhm. Das ist das, dass wir jetzt jedes Wort drehen und es wird wie die Tasse. Ja. Wenn wir es komplexer machen, wenn ich immer dann das Haus habe, ich muss nicht immer dasselbe wiederholen, obwohl ich das gerne mache, ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, Wohnzimmer. Du merkst jetzt, wenn dann die Perspektiven schon keine flachen Bilder mehr wie Henkel rechts, Henkel links, sondern komplexe. Das war ein Chat. Die Wohnungen sind jetzt Chats in Chats und Chats, Konnektionen und so weiter und so weiter. Und du fokussierst dich einfach rein, du bist ein kleiner Punkt und jeder Punkt in der Ewigkeit ist, im ewigen Hier und Jetzt, ist der Mittelpunkt. Egal, wo du dich hindenkst, es geht darum, dass du es akzeptierst und wer hindert dich daran, das zu akzeptieren? Dein momentaner Intellekt, dein Haar. Es ist irgendwie logisch, eine Eigenart von zwei Seiten. Auf der einen Seite, wenn du meine Gedankengänge mitgehst, so wie ich jetzt die deutschen Worte in dich abgelegt habe, dass du die interpretierst, einseitig, kannst du diese Gedankengänge mitgehen und den Intellekt, deine Wortauslegungsfähigkeit der deutschen Worte. Wir gehen natürlich, wenn ich dann in die Wörterbücher reingehe, tiefer rein. Aber wir bleiben mal, ohne was zu wissen, das, was ich jetzt einem 13-jährigen oder 15-jährigen Kind zuspreche, ein Intellekt, wenn du diese Gedankengänge mitgehst, musst du jedes Mal nur nicken. Gut, wenn ich Wörterbücher einträge und so zeige, steht es halt in die Wörterbücher drin. Sag, du kannst es sofort selber überprüfen, dann musst du Udo jetzt als Brüssel mit dabei sein und dich darauf hinweisen. Das ist ja das, was Rede und Jana gemacht haben über Jahre jetzt, die letzten 10, 15 Jahre, jede Minute in der Freizeit haben die das gemacht. Diese zigtausende von Gematrie-Explorer-Einträgen, die noch extrem unvollkommen sind. Das sind viele, viele. Wenn du jetzt zum Beispiel, weil ich zeige, muss ich gleich nochmal eins drauflegen. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel, da hat die Liana, Entschuldigung, die bringt jetzt erst einmal diese Erfüllung, da geht es um die 50. Was man hier einfach sagen muss, es ist immer die Erhobene, ist immer im Quadrat, ist automatisch, sobald da oben zwei sind, ist eine Wurzel dabei. Das ist 3 Quadrat ist Wurzel, ist 9, so rechnen wir das, die neue Existenz. Und Wurzel 9 ist plus 3 minus 3, ist eigentlich nichts. Das ist die Erfüllung des Mannes. Okay?
Interessant ist, dass wenn wir das 3 hoch 2 schreiben, kann man die 2 auch anders auslegen, dass ich einfach sage, da oben sind 2, nämlich plus und minus. Mhm. Das ist ja dann die Wurzel 9 ist plus 3 minus 3. Mhm. Wenn ich die 4 haben wir dann die 16. Das ist unser Pythagoras, bin ich schon reichlich drauf eingegangen. Was viel interessanter ist, ist dann die 7 Quadrat. Das ist die 49. Ja. Und die 49, da wird es jetzt ganz interessant, die 40, 9 ist die gestaltgewordene Spiegelung. Ja. Beziehungsweise ist hier ja, die 49 ist plus 7 minus 7. Das sind diese plus minus, sind diese zwei selektierten Facetten, die wir uns jetzt bewusst ausdenken. Und jetzt weiß die Liliana, nochmal, die macht das total super, aber es ist natürlich hier auch, wenn ich sage, jedes Wort ist ein 400-Seiten-Buch, wenn ich da eine Sache anspreche, das ist das Geheimnis hier vom Pfingsten. Das ist, die schreibt jetzt Pentakosta, sie weist auch darauf hin, dass dieses Pfingsten, das hebräische Wort für Pfingsten, 319 ist und dann fällt ihr sofort auf, dass diese 319 schau mal, die gespiegelte 913 ist. Die 13, das erste Wort, ist das eigentlich in Spiegelung? Ich weise in der Holoarithmetik zurück, dass hier eigentlich, wenn man jetzt die ganzen Zeichen ab hier als die Weisheit Gottes in einem B vereinigen, steht hier schon Becher, im Becher. Ja. Das kann nur der wissen, der es erschaffen hat. Irgendwann wirst du merken, wenn du die Offenbarungen studierst, das kann nur der wissen, der es gemacht hat. Da geht es jetzt nicht um die ganze kabbalistische Arithmetik, die du auch in amerikanischen oder holländischen Internetseiten findest, wo ich darauf hinweise. Da ist ein Riesenunterschied. Die schreiben zwar dasselbe, wenn man hier jetzt reingeht, zum Beispiel hier bei Hebräisch, wo man jetzt da diese Internetseiten, die Seite zum Beispiel Veröffentlichung oder die Seiten hier, da gibt es so viele Seiten, wo hier riesen diese ganzen Zeichnungen mit drin sind, das ganze Zeug hier, diese Sterne. Das ist alles richtig, aber wer denkt sich das aus? Genau. Hast du dir das vor Holofeeling schon ausgedacht? Ist das nicht erst durch Holofeeling in dir entstanden? Ja, klar. Ja. So, und jetzt pass auf. Mir geht es nur in der Genauigkeit, wenn wir jetzt das Wort für Pfingsten nehmen, wir gehen in unseren Gematrie-Explorer. Dann wirst du jetzt erst einmal feststellen, ich habe jetzt hier Pfingsten eingeben, suche ganzes Wort im Deutsch, das sind bloß zwei Begriffe. Mhm. Das als Unterübersetzung. Und jetzt kommt hier dieses Wort Schavut. Das ist das hebräische Wort für Pfingsten, althebräisch, Fest der Wochen. Und da hast du schon wieder Scheb der Rückkehrer. Das Rückkehren, Geist, ja. Das Rückkehren, seine Rückkehr. Können wir jetzt wieder Einzelteile und das B-Waff, das doppelt aufgespannte B-Waff ist ja in ihm. In ihm, ja. Das ist ein doppelt aufgespanntes in ihm. Ja, und dann wird 2,6. Jetzt kriegst du hier dieses Ort, die augenblickliche Erscheinung. Wir schauen uns das ganz kurz an. Das Beugen. Mhm. Wie war das nochmal mit der Kamera? Das Grümmen. Das Entstellen, das Fehlleiden, das Grümmen. Ja. In ihm, wenn du das Wort jetzt anschaust, halt da, wenn du das anschaust, heißt es erst einmal die Rückkehr in den, der sich beugt, der sich grümmt, der wieder in sich in einem Punkt zusammenfällt. Ja. Mhm. Zum anderen. Das Waff, wenn wir übrigens rausschmeißen, kriegen wir dann den Augenblick. Ja. Das ist unser Ad, wenn ich immer das Ad anspreche. Das ist schlichtweg eine augenblickliche Erscheinung. Mhm. Das ist zur Zeit ein zu Form gewordene Zeit, ist immer ein Jetzt-Moment. Das ist gequantelt, das ist jetzt, das ist nun. Existenz und Existenz, plus minus. Mhm. Jetzt wird es langsam Physik. Aber da ist dieses Wort fix nicht, wo sie benutzt. Siehst du das? Mhm. Diese Zahlenkette ist hier ja gar nicht drin. Mhm. Das ist, weil Redo nur auf Althebräisch, weil der Bücher schaut. Wenn wir das jetzt eingeben, ich habe das einmal eingegeben, ist nichts. Aber es ist sehr wohl, ich gehe mal in das hebräische Wikipedia rein. Schau mir mal hebräisches Wikipedia. Und jetzt, ich mache mal Übersetzung für dich. Und jetzt wirst du plötzlich feststellen, jetzt haben wir unser Pfingsten, das ist dieses Wort. Ja. Und jetzt steht dann hier auch die Rückkehr des Heiligen Geistes, christliche Religion, die Herabkunft. Wo kommt er von oben? Von dem Himmel, von dem Gott im Himmel oben? Ja. Apostel Christi, 50 Tage nach Ostern. Mhm. Das ist die, in einem der früheren Selbstgesprächen sage ich eigentlich, die Menschen, die du dir jetzt denkst, das Durchschnittslebenalter war 50 Jahre. Weil die erhobene 7
Im 50. Tag steigst du eigentlich in die geistige Welt auf, außer du versuchst, möglichst lange trocken aus Naffe zu bleiben. Jetzt haben wir uns erschwaut. Mhm. Siehst du? Und das wird jetzt hier in der Übersetzung, das sind eigentlich nur die Wochen. Aber was sind die Wochen? Da haben wir jetzt wieder, jetzt könnte ich wieder das kennen. Das ist doppelt aufgespannte Kreisen, ist eine Gnade, dass das in dir passiert. Das Erntefest oder der Tag der Erstgeborenen. Ich bin der Erste und du bist auch ein Erster. Du bist ein Erstgeborener. Das ist so viel Wissen. Und wir können ganz gezielt in die Arithmetik, in die Chemie reinsprechen. Diese Zahlenstruktur mit den Namen, dass Buchstaben auch Zahlen sind, das zieht sich. Es ist Holo-Feeling ist die absolute Weltform L. WL heißt der polare Rand, aufgespannter polarer Rand. Vor ist das Los, das Schicksal, das wir losmachen. Ihr M am Ende heißt ihr Schicksal, ihr Los. Das Los, der Geistesfunken. Du machst das in dir los, was du dir selber ausdenkst und du greifst immer auf einen geistlos nachgeheften Intellekt zurück. Ein Computer kriegt von mir ein Programm, das ist ein Führerscheinprüfungsbogenprogramm. Du reagierst mit diesem Programm und aus diesem Programm tauchen auch deine Prüfungen auf. Und das Prinzip ist das Erste, was du einfach zu verstehen hast. Allen voran, was bin ich und was sind meine Gedanken? Ich bin immer, egal an was ich denke. Du hältst das erste Gebot, du verwechselst dich nicht mehr mit den Gedanken, an denen du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Es ist genauso ein Gedanke, es ist kein Unterschied. Informationstechnisch gesehen, ob du jetzt an deine rechte Hand, an die linke Hand, an der Tasse, an der Wand, an der Haus, an der Reh, an der Erdkugel denkst. Ja, klar. Es ist immer derselbe Geist, der sich diesen ständigen Wechsel anschaut, den er selber in sich produziert durch Reaktion und Interpretation. Jetzt habe ich es doch ziemlich auf den Punkt gebracht nochmal. Immer. Und das ist das Einzige, was du zurzeit zu wissen hast. Und das, was ich jetzt mit der Sprache mache, ich mache dich nur neugierig auf die nächste Klasse. Die nächste Klasse, ich sage immer, eine Klasse, eine Schulklasse ist wie ein Leben. Wenn du dieses Leben, diese Führerscheinprüfung abgeschlossen hast, dann schiebst du das Buch rein und dann beginnen wir das nächste Leben. Das beginnst du nicht mehr als Säugling, so wie Romane nicht als Säugling beginnen, sondern gleich als Erwachsener, wo du jetzt gezielt als ein Erwachsener auf die Bühne des Lebens gehst, so wie ein Spieler, der ein neues Videospiel spielt und aufhört, sich mit dieser Figur zu verwechseln. Ja. Es ist immer noch dein Programm. Ein neues Programm, das du zu durchschauen hast. Ich will ja nicht, dass dir langweilig wird. Willst du dich bis in alle Ewigkeit, du bist ein ewiger Geist. Glaub mir, ich weiß, ich bin mit Sicherheit jetzt als Brösel, der weiß es natürlich nicht, weil es ein Gedanke von dir ist, aber ich behaupte ja, dass ich du bin. In meiner UB-Personifizierung bin ich der Einzige, der wirklich weiß, was es heißt, ewig zu leben. Und jetzt erkläre ich dir, dass du eigentlich ich bist. Das ist der Sprung, das dir dieses Leben bietet und es kriegt niemals irgendein Mensch, den du dir ausdenkst, geboten, sondern bloß der, der sich's ausdenkt. Da wirst du merken, wie dein normales Programm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, meine Eltern, meine Kinder, du musst loslassen lernen. Holofeeling macht bei normalen Menschen, einseitigen Menschen auf der Bröselebene den Eindruck, dass du vollkommen kalt und herzlos warst. Ja. Ich sage, nein, das ist die rote Liebe. Das Trügerische ist die blaue Liebe, bei dir gar nicht bewusst ist, wenn du sagst, ich liebe, dass ich immer wieder sage, sobald du sagst, ich liebe, dass im selben Moment so viele Feindbilder in dir auftauchen. Umso mehr einer meint, der gehört zu den Guten. Ich erwähne das so oft. Ja, mach dir doch einfach mal bewusst, wenn du der Gute bist, wie viele Sachen du hast und wünschst dir tiefsten inneren Wunsch, dass die nicht mehr existieren, dass die weg sind. Dass du meinst, deine Gutheit wird noch besser, wenn all das Negative vernichtet wird. Und ich sage dir, wenn du das Wellental wegnimmst, ist der Wellenberg auch weg. Und wenn du die Zerstörung wegnimmst, dann wirst du auf alle Ewigkeit ein kleingeistiger Hosenscheißer bleiben, der in seiner eigenen selbst ausgedachten Kacker sich rumwälzt und meint, er wüsste was. Du kannst mir jetzt vertrauen und das Vertrauen ist nicht gebunden an irgendetwas. Nochmals als UB, ich führe dich auch nicht hin. Ich bin wie ein Wegweiser. Ich bin einfach nur ein Wegweiser in eine vollkommen neue Traumwelt. Aber der Wegweiser, der bringt dich da nicht hin, der kann dir vollkommen gleichgültig sein, der tut dir auch nichts. Du musst da nicht auf den hören. Ich weiß, wie viel Leben es mich gekostet hat, weil ich gemeint habe, ich müsste irgendwelche Gedanken von mir retten. Und ein Prozess, der hat mich sehr, sehr viel erlebt, musste ich die durchleben, um zu erkennen, du kannst einen Gedanken von dir retten. Nicht einmal Geistesfunken. Vor 2000 Jahren, die sage ich, Abraham, wo war ich? Ich komme nämlich vor irgendeinen Urvater, den ich mir ausdenke. Ich kann auch, wenn ich einen ausgedachten Adam nehme, hier Adam war ich.
Selbst ehe Gott war, Jahwe war, bin ich. Jahwe, den ich mir jetzt ausdenke, wenn ich ihn nicht denke, die brauchen mich doch alle. All die ausgedachten Tierchen brauchen mich doch. Bist du schon ich? Ist dir das schon bewusst? Dass es ohne dich nicht existiert. Absolut überhaupt nichts. Wenn du es nicht denkst oder anschaust, existiert es nicht. Aber genauso Geistesfunk. Du brauchst einen vollkommen neuen Ansatz. Das ist ein Quantensprung, oder? Das ist ein Quantensprung in ein vollkommen neues Wissen. Das ist das, was jetzt passiert, jetzt im dritten Jahrtausend. Aber nur für Geist. These, Antithese, Synthese. Und das ist noch eine ausgedachte Synthese. So wie Denker und Ausgedachtes und die Synthese der Geist, der sich das ausdenkt, ist ein ausgedachter Mittelpunkt. Da muss jetzt aber einer davor stehen, der sich diese Trinität ausdenkt. Genau. Das ist die Rote 4, das ist geschlossen in Dalek. Das ist Delta. Ja. Der geschlossene Gott, DL. Und das, was er sich ausdenkt, ist da. Ja. Das war's. Das war's. Das ist ja mal gesagt worden. Auch wenn ich wiederhole, aber auch das, es baut wirklich aufeinander auf. Und was sagen wir jetzt? Bitch.